schon einmal letzte Worte? Man ballert ihn, dein Freund, ich bin. Nein? Ja, ich freue mich richtig drauf. Also ich bin positiv erregt. Ja. Seit 4, jetzt gibt es das erste Bier. Und wird, glaube ich, geil. Meine Kopfschäne. Warten alle schon auf uns. Kann ich gar nicht verstehen. Vollkommen verrückt. Gute Schulle. Ja, gute Molle. Das sind unsere Stammgäste, die dieses Finale-Event möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön. Ihr seht, im Gasthaus zum Rollenwürfel ist heute eine Menge los. Richtig viele Leute sind heute eingetroffen im Gasthaus, um, sag ich mal, zu erfahren, wie denn wohl diese Geschichte zu Ende gehen könnte. Wer stirbt? Oder ob sie überhaupt zu Ende gehen. Ob sie überhaupt zu Ende gehen wird, genau. Ob's. Ja, werden wir sehen. Vielleicht überlebt ja einer. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten. Denn wunderbarerweise haben wir so wundervolle Stammgäste und Zuschauer, die uns was geschickt haben. Da gibt es so einiges. Und zwar haben wir eine wunderschöne Weihnachtskarte bekommen von der Gimbi. Und der hat jedem von uns einen wunderschönen 20-seitigen Würfel geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich nehme mal schnell die 1 raus. Dankeschön. Ja, dankeschön. Cool. Warte, ich muss die auch kurz testen. Rot, gelb, blau. 3, jetzt will ich nehme die 3. Ja. Oh, scheiße. Das ist jetzt und er ist rot und gelb. Eieiei. Ja. Mega. Jetzt muss ich ja wählen, welchen von meinen geschenkten Würfeln ich. Oh ja, und dann haben wir auch noch so einen wunderschönen Becher bekommen von Saladoc, richtig? Ja. Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen aber eigentlich immer in die Kamera gucken, ne? Sonst wird es immer. Da, Kameras. Ich gucke mal in die Mitte. Die sind eh alle unscharf. Genau. Oh, und tolle Lederbeutel auch. Also, es ist echt super. Ja, habe ich irgendwas? Ach ja. Lederbeutel. Genau. Unglaublich. Und ein mysteriöses Kästchen hat jeder von uns bekommen. Wir wissen alle nicht, was da drin ist. Das ist, ja. Wir sind sehr gespannt, wer zieht denn die Spinne von uns. Deswegen, auch von Sven, vielen Dank. Ja. Ja. Sollen wir sie aufmachen? Ja, wollen wir aufmachen? Ja. Alles zugleich? Bei 3? Ja, ja. Eins, ich krieg's nicht. 2, 3. Ich kann nicht. Was? Oh! Ich habe ein Grimbart. Ah. Hilfe, was ist passiert? Ach, hat er jetzt auch 3 Augen? Das ist ja geil. Ich hab Rondra jetzt mit mir. Wie war's, Rondra? Ja, das ist lol. Zu dick, das ist zu dick. Ja. Pepe, immer dabei. Geht gut. Oh ja, und oh, ja. Ja. Mit Hut! Ah, lol. Dann brauch ich 2 Augen. Das geht doch nicht. So, Pepe, schon hier. Monatelang geübt. Ja. So. Für diesen Augenblick. Vielen, vielen Dank für die Geschenke. Dankeschön. Das ist toll. Selbstgehäkelt. Also das im Finale, da kann ja jetzt nichts schief gehen. Ein mein Ball Gott. Ist unter ferner Liefen, den wir später finden. Den findet der Hund. Passt besser auf die Bälle, Mensch, echt. Super. Wie ihr alle wisst, treibt sich ja ein ganz mysteriöser Mann im Gasthaus zum Rollenwürfel rum. Dieser Mann, der hat noch nicht mal einen Namen. Warum er diesen Namen eigentlich gar nicht hat, das werdet ihr vielleicht irgendwann mal später erfahren. Nicht heute, aber dieser Mann ist der Grund, warum so viele Leute heute anwesend sind. Das Gasthaus ist natürlich voll. Bei wunderschönstem Wetter haben sich trotzdem die Leute gewagt, ins Gasthaus zu kommen und gemeinsam zu feiern, wie wohl die Geschichte ausgehen wird. Der namenlose Erzähler setzt sich neben seinen Kamin, schlägt sein Buch auf und beginnt zu erzählen. Ein Dämonenpaktierer hatte die Feenglobule Irion Sturmklinges des Lichtelfen beschmutzt. Im Schlepptau einen geweihten Krieger und ein Baby königlichen Blutes.
Die Unachtsamkeit Grimbarts, der die dämonischen Kräfte hatte passieren lassen, würde ihn noch teuer zu stehen kommen. Doch Lysander würde seine Globule von den unheilvollen Schwingungen befreien. Irions Sturmklinge hätte dem frisch gebackenen Hexer sein Leben anvertraut. Die Eindringlinge sollten Irions Reich unter Lysanders Führung durch eine Minderglobule verlassen. Ein schwieriger und gefährlicher Weg durch Donner und Blitz hinein in den unberechenbaren Limbus. Es könnte ihr letzter Ritt durch den Himmel werden. Doch Orasilas, Arlekin und Lysander mit seinem Gefährten Pepe hatten eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ihr Abenteuer war noch nicht vorüber. Ein Knistern lag in der Luft. Das Ende war zum Greifen nahe. Wie der namenlose Erzähler schon richtig berichtete, seid ihr... Das ist die Prinzessin. Also, Wow. Ich hab den Met schon ganz leer, glaube ich. Ein Lob an den Vater. Schwierig. Was denn? Nicht? Ja, doch. Ach, ist gut. Jo. Gleich gesagt, Lysander, Orasilas Glückwunsch, ne? Ja. So. Ihr landet also alle auf euren Hippogriffen, auf einer Plattform, in einer Minderglobule, im Limbus. Ich habe noch eine Frage. Okay. Wie viel Leben hat das Kind verloren? Na, das Kind, das hat ja die magische Windel der Unsterblichkeit an. Sehr gut. Glück gehabt. Ja, von daher nicht so viel. Und genau, ihr landet recht unsanft, denn der Aufprall ist ganz schön heftig. Genau, Orasilas Haut ist quasi von dem Hippogriff. Was? Ja. Du musst ein Baby sein. Ja, genau. Ja, ihr kommt zum Stehen in dieser Minderglobule. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist natürlich auch so ein Steinboden, wie es hier ist, wunderschön. Hinter euch ist quasi so ein bisschen Nebel und Magie, so der Limbus eben. Und direkt vor euch, müsst ihr euch vorstellen, ist quasi wie hier so ein Schlauch, so ein Gewölbe. Ne? Und ihr seht einige Säulen direkt vor euch, ihr seht Fackeln an diesen Säulen, ihr seht Gemälde an den Wänden. Und ganz am anderen Ende dieses Raumes seht ihr den Königsthron. Nostria. Dieser Königsthron wurde natürlich schön dekoriert, oben mit einem blauen Baldachin, auf dem die Salzarena mit Silberfäden aufgestickt wurde, so ganz wunderschön. Dahinter ein großer Baum, der so die verschiedenen Wappen trägt und so weiter. Und es gibt eine Tür in diesem Raum, das ist so eine Doppelflügeltür. Genau, und das seht ihr quasi direkt vor euch. Lysander, sind wir schon in der Burg? Steht doch erstmal auf. Komm, ich helfe dir. Danke. Vorsicht, das Kind. Ja. Das sieht doch sehr nach dem Königsthron zu Nostria aus, wenn ich mich nicht irre. Das ist der Thron. Ja, du hast ihn öfter gesehen als ich. Denn ja, das war doch unser Ziel. Aber wir haben den Limbus noch nicht verlassen. Ich kann es spüren, die Sphären, sie wabern noch. Es muss hier eine Pforte geben, ein Portal. Wir befinden uns noch immer in der Globule. Wir sind noch nicht in der wirklichen Welt wieder angekommen. Wo ist eigentlich Brin, Ben? Oh ja, der ist auch auf irgendeinem... da hinten. Der ist bei der Landung natürlich auch runtergefallen vom Hippogriff, konnte sich auch mittlerweile aufraffen und guckt so hinter dem Flugtier hoch. Und hier, Brinben ist da. Nun ja, hätten wir einen Etrolabius, könnten wir uns hier leichter Klarheit verschaffen. Ein Etrolabius. Ja, das musst du nicht verstehen. Das ist zur Orientierung im Limbus hilfreich, aber ich habe so ein Gerät leider nicht. Warum nicht? Wäre nützlich gewesen, oder? Wäre nützlich gewesen, aber ich hatte nun mal keins. Können wir irgendwie oder kann ich irgendwie im Limbus so eine Art Pforte entdecken? Oder also wenn ich das Gefühl habe, es ist dieser Raum, aber wir sind ja immer noch im Limbus, dann muss es ja irgendwo einen Ausgang geben aus dieser Globule. Genau, aber du siehst nur diesen Raum vor dir. Und hinter dir ist halt der offene Limbus. Das Buffet, ja. Okay. Also wirkt es schon plastisch? Es ist dreidimensional. Direkt ist es ein Raum vor euch. Ihr guckt quasi, wie jetzt wir hier auch in so einen Raum rennen. Dann würde ich mich einfach in Richtung Thron fortbewegen. Ja. Brinben, Lysander, Brinben hier, hat diesen Zettel gefunden.
und reicht dir einen Zettel, der dir wohl aus dem Mantel gefallen sein muss, dass du gelandet bist. Mhm. Reicht ihn dir. Danke, Brinben. Was steht denn da drauf? Eine Info, die ich vergessen hatte, in der letzten Folge zu erwähnen. Und zwar... ja, Lysander hat natürlich in dieser Globule einiges erfahren über dieses Ahnenzeichen. So mal ganz nebenbei erwähnt. Und das steht natürlich alles jetzt auf diesem Zettel. Ah, so, diesen Zettel meinst du? Ja, ja, diesen Zettel. Ja, genau, ja. Den hat dir der Irion da aufgeschrieben, weil er wusste, dass du das vergessen würdest sonst. Ach, und, ja, genau. Der gute Irion, er denkt immer an alles. Hab Dank, Brinben. Dieser Zettel ist wirklich sehr wichtig für mich. Ja. Soll ich dir sagen, was da draufsteht? Ja, bitte. Okay. Naja, also er erklärt natürlich dieses Ahnenzeichen. Du hast ja gefragt, was das Zeichen macht und so weiter. Und das Zeichen kennt Irion natürlich, weil das ja elfischen Ursprungs ist und so weiter. Es ist das Zeichen der Hoffnung. Und jetzt pass auf, halt dich fest. Jeder, der das Zeichen bei der Aktivierung erblickt, verliert sofort jegliche aktuell vorhandene Angst und Zweifel. Stattdessen breiten sich Zuversicht und Hoffnung aus. Schreibst du mit? Nee. Das ist Florian. Ja, Florian, ist so wichtig. Kannst du ja zurückspulen. Ne? Lysander hört zu. Ah, okay. Ja, gut. Ja. So, das ist wichtig. Schreib das mit. Was also, wer beim, im Moment der Aktivierung wird jegliche Angst und Hoffnung eliminiert. Stattdessen machen sich Zuversicht und Hoffnung breit. Und Schmerzen werden gelindert. Um eine Stufe. Wer kann das denn aktivieren? Tja. Welke? Na, der, der die kennt. Der mit den Zeichen kann. Dabei wird allerdings die Kraft des Zeichens verbraucht und es lädt sich erst beim nächsten Vollmond wieder auf. Das Kind ist tot. Was? Nein. Die Kraft wird verbraucht. Nein, nur von dem Zeichen. Das Kind. Aber es lädt sich erst beim nächsten Vollmond wieder auf. Das ist das Zeichen, was bei dem Kind auf dem Bauch ist? Ja. Brust. Brust. Ja. Ich merke daran, dass du mir keinen echten Zettel gegeben hast, dass du den Zettel nicht... Nee, hab ich nicht. Ne? Okay, ja. Verstehe. Das wäre jetzt einfach gelegt. Ja. Gut, der lindert wen? Also lindert Schmerzen und plus Angst. Was? Angst. Ja, das weiß ich ja. Okay. Aber um eine Stufe. Um eine Stufe, gut. Was will Arlekin und Orasel das tun? Naja, ich, also, wenn mir nichts Besonderes auffällt, würde ich einfach mal denken, dass dieser Raum eine Widerspiegelung der echten Welt ist und würde mich halt quasi von der Globule weg Richtung Thron, also den Gang entlang Richtung Thron begeben. In der Hoffnung, dass da der Ausgang ist. Weil der Limbus tut ja auf Dauer weh, habe ich gelernt. Ja, wobei übrigens, du jetzt... Gute Regelfrage. Ja. Theoretisch könnte man sich unendlich lange als Magier im Limbus aufhalten, weil man mehr ASP regeneriert als Lebenspunkte verliert. Ne? Ja. Seid ihr alle voll? Aber du bist in der Minderglobule. Da, das ist anders hier. Ich glaube, zwei Leben habe ich verloren. Ah. Magst du mich heilen? Du kannst... du guckst dich da um. Und du siehst natürlich diese Gemälde, die ich da beschrieben habe, und den Thron. Möchtest du das näher und die Tür? Da ist niemand. Ach, die Tür. Na, ich gehe Richtung Tür. Na. Ist wo jemand? Ist denn die Tür? Da ist eine Tür, so an der Seite. So, hier, so wie hier. So an der Seite. Dann würde ich mich auf die Richtung Tür zu begeben und würde an der Tür erstmal lauschen. Okay. Du hörst nichts. Dann öffne ich die Tür. Geht nicht. Warum nicht? Ist zu. Abgeschlossen. Ja. Lysander, was steht Lysander, diese Tür ist abgeschlossen. Kannst du da was machen? Wir müssen hier irgendwie raus. Warum gehen wir nicht zum Thron? Was machen wir denn da? Gucken. Möchtest du nicht mal draufsetzen? Nun, mein erster Gedanke war, dass die Tür vielleicht der Ausgang aus der Globule darstellen könnte. Ich rüttel mal an der Tür. Lässt sie sich überhaupt bewegen oder ist die quasi nur die so wie aufgemalt? Aber es ist schon, fühlt sich wie eine richtige Tür an. Ja. Was steht denn auf dem Zettel jetzt? Ah, das ist persönliches Zeug für ein neues Buch. Lasst mich mal die Tür untersuchen. Ein Schloss ist ja vorhanden. Ja. Ich schaue mal das Schloss näher an. jetzt habe ich gerade kein Dietrich-Set dabei. Ich gehe zum Thron. Ist okay. Ein Thron? Oder? Ja, ist ein Thron. Ja. Was habe ich denn? Bist du da irgendwas? Ich gucke ihn mir an und soll ich auf Sinnesschärfe wirken? Ja, es kommt drauf an, was da willst. Ist. Oder ist es also, wirklich nur so ein Raum? Ja. Und der Thron. Ja. Das ist nicht klar. Ja, aber mit was? Ich überlege, mit was? Ist nicht irgendein Draht bei? Ja, eben also, nicht. Bist du irgendwas hey, ich habe ein Dietrich-Set, aber das habe ich längst verloren, oder? Ja. Sieht das genauso aus wie in der Königsburg, wie ich es in Erinnerung hatte? Ja, ich sag mal, es ist eine alte Version davon, ja. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir können nicht in der Königsburg sein. Den Ausgang sieht das hier auch nicht aus.
Was ist das? Dein Dietrich-Set. Ja, das hast du noch. Hast du noch, ja. Ja, mach mal auf. Ich mach das. Wie will... Ich denke, die Tür ist abgeschlossen. Ja, aber ich habe... Als... Es ist eine der neuen Fähigkeiten, die Lysander in den Jahren in der Globule des Herrn des Lichts gelernt hat, dass... Türen zu öffnen. Versteht sich doch von selbst. Mit einem Zauber? Nein, nein. Mit diesem hier. Es ist ein Dietrich. Ja, aber Dietriche benutzen nur Diebe. Ja, wir hatten da mal einen, aber wir haben ihn rausgeworfen. Das hat er verloren, als er durch die Pforte hinausgestoßen wurde. So, soll ich, darf ich? Ja, mach mal bitte. Ich könnte sie auch eintreten. Ach, aber du? Mit dem Baby in der Hand. Oh, warte, ja, ich kann den Zeiger nicht. Das steht das 19. Das ist 9. 19 ist ein... Ey, das reicht. Warte mal, das reicht noch. Noch gut. Jo. Jo! Wunderbar. Schloss ist offen. Siehst du? So macht man das. Nicht mit roher Gewalt. Ich bin erstaunt. Darf ich bitten? Ich öffne die Tür. Hoffentlich. Und siehst den Limbus. Nach dir, Orasilas. Hier geht's nicht raus. Nun, Brimben, ihr seid doch jetzt seit einer geraumen Zeit hier im Limbus unterwegs. Wisst ihr eventuell, wie wir diesen Ort verlassen können? Weil dieser Raum, der scheint doch eine exakte Widerspiegelung der Realität zu sein. Aber die Tür führt nur wieder zurück in den Limbus. Brimben war in vielen verschiedensten Globulen unterwegs, aber in dieser noch nicht. Lysander, du hast gesagt, du weißt, wo es lang geht. Ja, also ich habe den Weg bis zur Minderglobule gewusst und da sind wir nun. Müssen wir jetzt hier durch? Was hat denn der Lichtelf gesagt? Wir müssen von hier aus den Weg selbst finden. Diese Globule ist nicht stabil, sie ist nicht einmal fertig gestaltet worden. Ja, das wir müssen hier den Weg selber finden. Bis hierhin konnte ich uns bringen und jetzt müssen wir selbst gucken, wie wir hier rausfinden. Können wir da einfach reinhüpfen oder... Wo, in den Limbus? Ja. Du weißt nicht, wo du dann herauskommst. Lass uns doch noch mal diesen Saal genauer angucken. Meint jemand, kann hier sich... Vielleicht sollten wir uns wirklich auf den Thron setzen. Also ich würde mir mal eins der Gemälde angucken, die da an der Wand sind. Ob da irgendwie etwas Auffälliges ist, würde versuchen, mal das Gemälde zu verrücken. Oder kennt man ja die Geheimgänge hinter Gemälden aus Zelda oder so. Also da es jetzt keine Probe auf Gemälde angucken gibt, müsstest du eine Sinnesschärfe probieren. Natürlich müsste ich da auf Sinnesschärfe machen. Ja. Natürlich. Und weil du es bist. Ich untersuche mit. Ich gucke wenigstens. Okay, ja, dann mach du auch mal. Und Lysander so, setzt sich auf den Thron. Rot, gelb, blau, bestanden. Bestanden? Qualitätsstufe? Eins. Okay, also du findest erstmal ein Bild, das so einen nostrischen Helden zeigt, den Asquensio, der den Drachen Camuir erschlug. Dann siehst du dir ein Bild an, der den Hirschkönig zeigt. Dann gibt es ein paar Fürstenkönige, die dich alle überhaupt nicht interessieren. Und dann gibt es ein komisches Bild, das schwarz ist. Hattest du uns vorher nicht... Dafür brauchte ich jetzt die Sinnesschärfe-Probe, um zu erkennen, dass da ein schwarzes Bild ist. Nee, das war ja hier, habe ich ein bisschen... Okay. Also ich sehe hier absolut nichts Auffälliges. Habt ihr was entdeckt? Nun, ich gucke mir das Gemälde nicht. Also es ist einfach nur ein schwarzes Gemälde, ein schwarzer Fleck oder so? Nee, es ist ein dunkler... Also du erkennst ein bisschen Silhouetten von dem Gang. Okay. Leute, kommt mal, ich habe hier was gefunden. Es ist merkwürdig. Wer würde sich so ein Gemälde... Ich fass mit meinen Fingern mal über diesen Schwarz rüber. Und deine Hand taucht ein. Ja. So, okay, dann zieh ich die Hand erstmal schnell wieder zurück. Irgendwas passiert? Nein. Taucht dein Kopf rein. Könnte das eine der dunklen Pforten sein, die früher die Magierakademien miteinander verbanden? Davon ist mir nichts bekannt, ehrlich gesagt. In der Kunst der Bewegungsmagie bin ich nicht besonders bewandert, wie du sehr wohl wissen müsstest mittlerweile. Ja, ja. Okay, also es hat aber auch keine Schmerzen verursacht oder nichts. Dann ist das Gemälde groß genug, um dass man hindurch hineinkriechen kann? Ja. Das ist, sag ich mal, ein Meter mal ein Meter. Und hängt aber oben oder unten? Oder? Schade, dass die Prinzessin schon nicht reden kann. Ja, genau! Ups, wie war's? Ja, dann würde ich tatsächlich meinen ganzen Mut zusammennehmen und würde in dieses Gemälde reinkriechen wollen. Okay. Gut, du steigst in das Gemälde. Ihr zwei seht einen Arlekin. Arlekin, bist du noch da? Was? Nein. Arlekin! Sollen wir nachgehen? Warte.
Du schickst jetzt nicht Pepe, Pepe durch, oder? Du berichtest mir dann, ja? Pepe ist gar nicht begeistert. Nein. Ich halte ihn da rein. Ja. Ne? Ja. So. Du siehst das, da kommt ein Pepe dir entgegen. Lysander, der alte Draufgänger. Wieder zurück. Und als du Pepe zurückziehst, scheuert er die eine. Au! Pepe, es war nicht so gemeint. Es war. Ich wusste doch, dass es sicher ist. Ich musste nur noch sicherer gehen. Also kann man. Ich Pepe, hast du Arlekin gesehen? Ja. Na dann, hinterher. Ja, gut. Ja. Okay, und ich gehe auch rein. Er steigt hinterher und ja. Ihr seht alle drei, als ihr durch das Gemälde steigt, einen dunklen Schlossgang quasi, also das Schloss, so Steingänge vor euch. Es ist sehr düster. Man sieht quasi nur noch so aus so kleine wie Fenster, aber die Fenster scheinen irgendwo oben zu sein, als scheint ihr quasi in einer Art Kellergewölbe zu sein, wo ein bisschen Mondlicht vielleicht reinscheint oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr dunkel und es ist wirklich schwierig zu sehen. Es ist sehr staubig und so ein bisschen auch stickig hier drin. Also genau, und als ihr rumdreht, um dieses Gemälde zu sehen, seht ihr in diesem Dunkeln, halt soweit ihr das halt erkennen könnt, ein Ölgemälde vom Thronsaal. Wo ist Brinben? Ach ja, der kommt auch noch mit euch. Ach, jetzt immer diese... Du hast den uns angebunden. Stimmt, ja. Gut, ich würde mal sagen, ich aktiviere die ewige Flamme auf meinem Magierstab, um erstmal ein bisschen Licht hier in die Dunkelheit zu bringen, damit wir das halt auch alles gut erkennen können, was es hier ist. Mhm. Rasilas, ja? Kennst du diesen Ort, diesen Raum? Warst du schon mal hier? Weißt du, wo wir sind? Ist das die Burg? Es könnte die Burg sein, aber es ist einfach zu dunkel. Ich sehe es nicht wirklich. Es ist doch hell! Guck mal! Alles hell! Es ist die Burg. Du siehst einen Burggang. Ja, hätte sein können, der Steine. Also da warst du noch nie. Aber es könnten die Steine der Burg sein? Also es könnten Steine sein. Wow. Arlekin, ich kann das absolut nicht sagen. Wir müssen einfach... Gut, dann gucke ich mich erstmal in dem Raum um. Ist sonst irgendetwas Auffälliges, jetzt wo wir ein bisschen mehr Licht haben? Oder? Alles, was ich beschrieben habe, nur mit ein bisschen mehr. Mir ist das auch nicht geheuer, aber wir müssen vorankommen. Wir müssen... Lasst uns weitergehen. Okay, ihr habt die Wahl zwischen links und rechts. Also auf beiden Seiten gehen da Gänge ab und ihr seht immer an den Enden. Lasst uns auf keinen Fall aufteilen. Ja, auf beiden Seiten geht jeweils ein Gang, biegt am Ende ab. So nach. Also eine T-Kreuzung. Kann ich auf Intuition würfeln? Nein. Manchmal, wenn man nicht weiter weiß, sollte man einfach seiner Nase folgen. Was schlägst du vor, links oder rechts? Links. Ich hätte auch nichts gesagt. Siehst du? Vielleicht kein gutes Also wir kommen quasi aus dieses Gewölbe, wo wir waren. Das hatte hinten quasi eine Wand. Also es war einfach nur ein kleiner Raum, aus dem wir rausgekommen sind, an diese T-Kreuzung. Also ich habe die jetzt mal so aufgemalt. Wir kommen von hier. Ja. Wir sind genau jetzt an dieser T-Kreuzung. Ja, es ist aber keine T... Also ja, genau, das ist eine T-Kreuzung. Ja, genau, so. Da steht ihr jetzt quasi. Und jetzt die Entscheidung links oder rechts. Und Lysander hat gesagt links. Moment. Ich würde erst mal mir ganz gerne den Fußboden angucken. Da liegt ein Teppich. Kein Staub, also keine Fußspuren, nichts zu sehen. Nee, also ganz viel Staub, aber keine Fußspuren. Ganz viel Staub. Also scheint der Gang längerer Zeit nicht benutzt worden zu sein. Dann befinden wir uns höchstwahrscheinlich im Keller oder in einer Abstellkammer oder irgendwie sowas. Nein, eine Abstellkammer ist das nicht. Nein, ich meine in einer abgelegenen Bereich der Burg, wo nicht häufig Menschen langlaufen. Die Burg ist sehr weitläufig und hat auch sehr viele verschiedene, sehr viele Gänge, wo jahrelang niemand reinläuft. Es kann sein, dass es die Burg ist. Der Teppich sieht danach aus, aber... Ich war hier auch noch nie. Es sind auch keine Fackeln an den Wänden oder so, sondern es sieht wirklich wie ein unbenutzter also Gang. Es sind Fackeln an den Wänden, aber die sind aus. Also okay, nur dann ist egal. Dann können wir... Lasst uns einfach geradeaus gehen. Und nee, da ist eine T-Kreuzung. Wir können links oder rechts. Ja, links. Geradeaus. Weiter. Ja. Ja, von mir aus gehen wir nach links. Er geht dabei nach links. Kommt Brinben mit uns mit? Also ja, Brinben. Ja, Brinben, also, geh mal nach rechts. Ist wie Pepe, quasi, wenn wir dich nicht sagen. Wer steuert den? Sven? Ja.
Es ist wie Pepe. Wenn ich nicht sage, dann kommt er mit. Okay. Kanonenfutter. Genau, und jongliert dabei. Genau. Hat den irgendjemand von euch gespendet oder so? Nein, Sven. Ja. Ach so, danke, Sven. Ja. Danke, dass Sie mich. Kein Problem. Blutmagie habe ich gelernt, ist kein Ding. Warte mal, drinnen. Guck mal hier. So. Ja, dann geh mal links. Ja, logisch. Ihr seht. Na, ich gehe voran, ich habe das Licht. Ja, genau. Und du beschützt das Baby. Und ihr seht so ein bisschen immer links und rechts, das sind so ein paar alte Türen. Sehr schwere Türen. Abgeschlossene Türen? Du probierst ein, zwei und die sind beide abgeschlossen. Okay. So nach 20 Schritt biegt die ab nach rechts. Und seht wieder einen langen Gang. Es ist ganz schön dunkel da am Ende. Ihr könnt gar nicht sehen, wie lang der ist. So dunkel ist es da hinten. Ihr schreitet ein paar Schritte voran. Ihr bemerkt, dass Dreck von der Decke bröckelt. Holz knarzt. Irgendwann kommt ihr wieder an eine Kreuzung, beziehungsweise es könnte nach links abgehen oder geradeaus weitergehen. Was wollt ihr tun? Ich schlage wieder links vor. Ich würde geradeaus weitergehen. Ich vertraue an dieser Stelle Urasilas, er kennt sich mit dem Bau einer Burg besser aus. Vielleicht. Das ist etliche Jahre her, dass ich hier war. Aber also man erkennt wirklich hier auch immer noch derselbe Gang. Ein Drache kommt. Also es ist Endkampf. Es ist immer noch keine Spuren auf dem Boden zu sehen, sondern es ist alles kein Anhaltspunkt, ob hier irgendeiner der Wege benutzt wird, sondern es ist immer noch alles dreckig, tot, glaube ich. Ja. Es und halt in den Gängen. Und das Gefühl, dass das immer noch, dass wir in der Globule sind, ist immer noch da. Wir sind definitiv. Nee, wir sind in der Quatsch, in der. Nee, wir sind. Hallo! Super! Im Limbus meinte ich. Wir sind doch. Wir sind doch durch dieses. Ja. Wir sind nicht mehr im Limbus. Ach, das war jetzt der Ausgang vom Limbus. Das muss mir auch mal einer sagen. Ich dachte, das wäre nur das nächste Labyrinth. Tja. Also es ist ein Labyrinth. Also Lysander ist offensichtlich noch im Limbus. Ich wollte gerade sagen, spüre ich in meinen neuen Fähigkeiten, wo ich hier bin. Nee. Also wir sind doch in der Burg. Das ist irgendwie vorbeigegangen. Gut. Es geht ein ganzes Stück geradeaus, auch immer wieder diese Türen zu sehen. Dann habt ihr irgendwann mal auf der rechten Seite ein Treppenhaus und einen Gang, der nach links geht. Das Treppenhaus führt die Treppe nach oben. Was macht ihr? Rechts ein Treppenhaus. Nun, da es sich hier doch um einen nicht häufig genutzten Bereich der Burg handeln könnte oder einer Burg handeln könnte, könnte es sich um den Keller handeln. Seht, die Treppe führt nur nach oben. Nur nach oben? Also es ist keine. Aber es könnte auch ein Turm sein. Ein Turm, Burg, was auch immer. Es scheint klar zu sein, dass wir die Treppe nach oben müssen. Von da oben werden wir einen besseren Ausblick haben, falls es ein Turm sein sollte. Deswegen lasst uns nach oben gehen. Ja, wir gehen. Also ich gehe auf jeden Fall die Treppe Richtung nach oben. Okay. Ja. Auch. Aber vorsichtig und allzeit kampfbereit. Ah ja. Und nach Fallen suchend und gleichzeitig Pepe streichend. Und nach Schätzen. Okay. Eine Etage höher seht ihr, als ihr aus dieser Wendeltreppe quasi emporgeht, eine Etage, guckt ihr wieder in so einen Gang. Das ist geradeaus. Und es geht sowohl nach links wie nach rechts. Das ist quasi eine. Nicht mehr höher? Nein, nicht mehr höher. Also diese vermaledeite Burg, ich sag's euch. Ich habe mich früher schon öfter mal hier verlaufen. Aber wir hören immer noch nichts und sehen immer noch nichts. Also es ist immer noch alles unbewohnt. Verstaubt und dreckig und unbewohnt. Hallo! Hallo. Ziemlich müdes Echo. Ja. Echo hat keine Lust. Naja, dann einfach der Nase lang. Ich meine, los. Wir müssen also irgendwie rauskommen. Links, rechts. Wo? Und geradeaus. Und geradeaus. Hat es überhaupt irgendeine Relevanz, in welche Richtung wir gehen? Tja, nice. Ich würde geradeaus. Ja, geradeaus. Immer links an der Wand lang. Wie links an der Wand lang? Ja, wenn man sich immer links hält, dann kommt man irgendwann an den Ausgang. Kommst du aus dem Labyrinth raus. Dann. Mhm. Aber ich glaube, das hat hier keine Relevanz. Clever. Gut. Geradeaus. Geradeaus. Okay, ihr geht eine Weile geradeaus in die Dunkelheit hinein. Und irgendwann seht ihr da so ein kleines Licht, das den Gang bestimmt 20 Schritt vor euch erhält. Ihr guckt genau hin und seht, dass das eine Frau ist, sie schwebt. Ich mache erstmal sofort mein Licht aus.
Dadurch ist die Frau mehr oder weniger eine der wenigen Lichtquellen neben zwei, drei Fenster, die diesen Gang beleuchten mit Mondlicht. Und die Frau ist 20 Schritt vor euch und bewegt sich langsam auf euch zu. Die geht. Die schwebt. Die schwebt. Kenn ich die vom Aussehen? Nee. Ist das, Alekin, ist das ein Geist? Das scheint mir doch so zu sein, ja. Aber ich kann es dir nicht sagen. Seid ihr ein Geist? Keine Antwort. Und Brynben wird sichtlich nervös neben euch. Brynben gefällt es gar nicht, was hier passiert. Wir müssen weg. Das ist gefährlich. Wisst ihr, wer das ist? Nein, Geist. Brynben, das sind doch Geister. Sie schwebt, sie läuft nicht. Geister sind aber Geister. Grundsätzlich nichts, was uns gefährlich ist. Aber sie kommt immer näher. Und er wird sich panisch. Aber es ist ein Geist. Ein Geist kann dir nichts tun. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass das kein Geist ist, denn sonst hätte ich Furcht. Und ich verspüre keine Art von Furcht. Oder? Oder, war noch was. Würden wir mal alle auf... nee, was ist das? Sag mal, Willenskraft oder Selbstbeherrschung? Was sagen die Profis? Willenskraft. Nehmen wir Willenskraft. Das muss ich erst mal. Noch so zwei Talente, die ich zusammen habe. Och, Mann. 20 zählt nicht, oder? Ja. Da! Ja, ich hab gepatzt. Gepatzt? Gepatzt! Wie wär's mit dem Chip? Dafür? Nö, ach komm. Lysander wird panisch. Ein Geist! Ich hab's euch gesagt, ein Geist! Du, beruhig dich, Lysander. Brynben, du auch? Ja, ich hab's geschafft, aber ich hab wenigstens nicht gepackt. Brynben wird auch panisch. Wir müssen hier weg! Und Brynben dreht um und rennt weg. Alekin, komm! Alekin, wir sollten gehen. Ich renne mit Brynben hinterher. Ja. Okay, Brynben ist voraus, biegt rechts ab. Ich auch. Komm mit Brynben nicht. Wollen wir nicht links gehen? Tschüss, ich bin rechts. Ich bleib übrigens stehen, ne? Ja. Also. Okay, du bist alleine da. Ja. Ich guck Alekin noch so hinterher. Alekin, kommst du mit? Das schaffst du bei den Was? Du rennst schon. Ja, aber ich warte an der Ecke und gucke nach links. Okay, also guck beiden hinterher. So, schreist er nach Alekin. Ja. Alekin! Ja. Was ist so, Rasilas? Wir wissen doch noch gar nicht. Vielleicht kann sie uns hier raushelfen, diese Erscheinung. Sie kommt näher. Ich heb meine Hände und Entschuldigung, ich... Wir sind nicht hier, um euch zu stören. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir suchen nur einen Weg nach draußen. Kannst du uns helfen? Und die Frau fängt an zu schreien. Ah! Ein lauten Kreischton. Er brennt. Und da hat man mir in meiner Magieakademie doch bestimmt was drüber beigebracht, oder? Über schreiende Frauen? Das lernt sie zu Hause. Magie, oh, mein Stift. Götter und Kulte, ja, Geisterwesen. Ja, Mama, Magiekunde. Ja, Magiekunde ist super. Okay. Ja, bestanden. Jo. Nee, ist nicht cool, wenn Frauen schreien. Also Geister. Dann drehe ich mich um und rufe: Flieg, ihr Narren! Auf geht's! Und renne den beiden hinterher. Und ihr rennt quasi da um die Ecke. Lysander ist ja auch panisch, aber du kannst nicht mit Brynben einen Schritt halten. Der ist irgendwie abgebogen und du siehst nicht mehr, wo er ist. Also wieder eine Wegkreuzung. Ja. Ich renne nach links. Okay. Lysander, warte doch! Das ist ein Geist! Lauf! Ja, und so rennt ihr bestimmt eine Stunde lang. Ich renne eine Stunde mit Konstitution 10. Okay, ihr rennt. Ihr rennt auf jeden Fall eine ganze Weile ich durch dieses Gebäude. Ich warte auf Anakin und helfe ihm. Oh, auf dem Rücken von Orasilas. Ja, genau. Ja, irgendwann merkt ihr, dass diese Geisterfrau gar nicht hinter euch ist. Was hättest du jetzt gemacht, wenn einer von uns irgendwas mit... Ach, du hast ja unsere Heldenbögen nochmal abfotografiert. Ja. Irgendwann merkt ihr, die Frau ist gar nicht hinter euch. Und Brynben ist weg. Lysander, warte doch jetzt. Die Geisterfrau ist weg. Sicher. Ich glaube. Aber da hinten ist noch ein Leuchten, ich sehe es genau. Da, siehst du? Das ist das Mondlicht. Ach so. Ich glaube nicht, wenn da Mondlicht ist, dann ist da ein Fenster. Oh. Dann sind wir auch nicht im Keller.
Lass uns da hingehen. Aus dem Fenster. Wir gehen zum Fenster. Ja, ihr seid auch nicht im Keller, ihr seid im Erdgeschoss. Ah, also wenn wir auch ausklettern. Was sehen wir denn? Ihr seht quasi wie eine Art Klippe, also unter, also es geht da gar nicht weit vom Fenster weg, da ist ein bisschen Wiese, ein bisschen was. Und dann ist ein Abgrund nach unten. Fels. Ja, das könnte natürlich die schwebende Stadt sein, das auf der ist wir jetzt sind. Könnte sein. Die Frau, sie scheint uns tatsächlich nicht zu verfolgen. Sie muss hier in diesem Ort gefangen sein. Wir sollten erstmal. Alle gehen alles in Ordnung. Verschnaufen. Aber. Das. Ich öffne ein Fenster. Nee, es geht nicht zu öffnen. Natürlich nicht. Ich knacke das Fenster mit meinem Dietrich-Set. Da ist kein Schloss dran. Schade. Okay. Können Sie einschlagen? Nun, wir scheinen uns offensichtlich im Erdgeschoss der Burg zu befinden. Wenn wir das da hinten, da ist eine Art Abgrund. Das wird die Burg sein, aber. Ich würde hier nicht aus dem Fenster treten, Lysander. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir müssen das Kind zur Königin. Ja, das Kind zur Königin bringen, aber wir wissen nicht, in welcher Burg wir uns eigentlich befinden. Oder? Wir haben auch sämtliche Orientierungen verloren, wo wir jetzt sind. Wir sind quasi panisch. Na, Irion hatte doch gesagt, wie es hierher geht. Es muss die Königsburg sein. Ja, aber du kennst den Ort ja nicht. Doch! Es sieht ähnlich aus, aber die Gänge in der Königsburg sind alle so verwinkelt, dass selbst die Königin hat nicht alle Gänge gesehen. Nun, das ist offenbar hier das unterste Geschoss. Also, wo residiert jetzt die Königin? Wo ist der Thronsaal? Da lang. Er hat sich schon mal in seinem Tempel verlaufen. Ihr lauft bestimmt eine halbe Stunde weiter, irrt durch die Gänge. Alter. Ihr sucht nach einem Ausgang und irgendwann... Da haben irgendwelche verrückten Könige haben ja irgendwelche Anbauten gemacht und niemand wusste davon. Und die wurden auch dann wieder geschlossen und verlassen und wieder neu rangebaut. Die Königsburg ist ein einziges Wirrwarr. Und ihr erkennt irgendwann anhand der Fenster, was ihr so seht. Ihr habt mal so ein Fenster gesehen. Da, ein Turm, ich weiß, wo es lang geht. Nee, das ist vergittert. Und ihr könnt aber trotzdem durch dieses vergitterte Fenster rausgucken und seht einen Innenhof. Und der Innenhof, es ist nachts, aber immer noch sind da eine Menge Menschen. Ah. Es ist aber kein Adelsvolk, das sind normale Bürger. Ihr seht, ja, dass da irgendein Tumult ist. Es ist irgendwie, wird viel gesprochen, viel geredet, irgendwas ist im Gange da draußen. Na, die Bürger werden sich wahrscheinlich in der Königsburg versammelt haben. Aus Angst, du weißt noch von dem Brief, die Leute haben Angst vor Dämonen, die hier oben auf... Genau. Das ist hier. Ja, Gott, nur die Einwohner scheinen sich, die Königin scheint alle Einwohner, die auf der Insel versammelt waren, hier in diesem Innenhof versammelt zu haben, aber... Die würden uns hören, wenn wir laut rufen, oder? Ja, es ist auch übrigens, weil ich war noch nicht fertig mit Erzählen, ach so. Nicht weit davon eine Tür. Ah, die geht in den Innenhof. Ja. Ja, dann? Ja, dann durch die Tür. Ja, dann durch die Tür. Die ist verschlossen. Lysander, deine Fähigkeiten sind gefragt. Ja? Ja. Ja? Ja. Ich versuche, diese Tür zu knacken. Such den eigenen Schlüssel. Nee. Versuch's nochmal. Muss ich gar nicht weitermachen. Bricht das ab. War schon wieder eine 20. Dietrich bricht ab. Ja, toll. Ich glaube, heute ist das Schloss versperrt. Wir könnten jetzt hohe Gewalt probieren. Ich klopfe mal an der Tür. Hallo? Und Anakin sieht durch das Fenster und sieht, dass da Leute sich umdrehen und die kriegen irgendwie mit, dass da irgendwas ist. Aber die können nichts. Können sich zuordnen, ja. Orasi, das hältst du es für klug, wenn wir hier aus dem abgesperrten Bereich der Burg, wo seit Jahren offensichtlich niemand mehr umhergegangen ist, einfach... Na, irgendwie müssen wir doch... Sie werden uns für Ausgeburten der Hölle halten, wenn wir aus dem Nichts auf dieser fliehenden Insel auftauchen. Wir haben die Prinzessin bei uns. Das ist ein Argument. Öffne die Tür, Orasinas. Mut voran. Ja. Sei vorsichtig. Gut, ich sammle alle meine Kräfte und renne gegen die Tür. Wunderbar, Probe auf Kraftakt. Mhm. Ja. Oh.
Warte. Konstitution. Nein. 5, 2. Doch, geschafft! Yay! Grad so. Cool, ja, Tür. Es gibt ein Knacksen. In meiner Schulter. Offensichtlich. Oh, nee, ist okay. Oh. Offensichtlich war die Tür schon ein bisschen morsch. Oh. Ihr könnt sie dann gewaltsam aufbrechen. Lysander, hilf mir nochmal. Ja. Zusammen. Und. Ja. Tür ist offen. Luft, endlich wieder frische Luft. Oh. Ja, die Leute sind jetzt da direkt vor uns. Also geht ihr durch? Ja. Dann seid ihr jetzt im Hof direkt vor euch. Also ihr seht, einen Burghof, tatsächlich. Es, wer mag es kaum glauben. Und vor euch sind eine Menge Bürger unter Baldachinen und Zelten, nächtigen die da in dem Innenhof. Alle Kinder, jetzt gibt die Prinzessin her. Du bist gerade durch die Tür gestürmt. Du hast gerade andere Sorgen. Lass erst mal erzählen. Mhm. Sie fühlt sich bei dir nicht wohl. Na und? Genau, ihr geht in den Innenhof, ihr steht in dem Innenhof und die Leute, die ja auf das Klopfen und so weiter aufmerksam geworden sind, die registrieren jetzt, die haben jetzt auch dieses Knallgeräusch gehört, dass dieses Tor aufgestemmt wurde und drehen sich um und sehen euch und gucken euch teilweise erschrocken an. Manche, die erst im Bett lagen und wurden davon wach, dass sie von diesem, naja, da sind ja Zelte und Baldachinen und den Echten. Das ist quasi so ein Flüchtlingscamp quasi im Innenhof auf. Genau, ja. Und die werden wach und sehen euch an und gucken etwas erstaunt. Fürchtet euch nicht! Ich bin zu euch gekommen als euer Erlöser. Ach, Lysander, erzähl doch ein bisschen. Ihr solltet mich kennen. Ich bin Großautor Lysander Federkiel. Und wir könnten dich tatsächlich kennen, ja. Ne? Ja? Reaktion? Sehr fragende. Fähnchen schwenken? Nix. Ja. Wir müssen zur Prinzessin. Wisst ihr, wo es zum Burgsaal geht? Zum Königssaal. Die Prinzessin ist tot. Sie wurde getötet von Prinzessinnenmördern. Und dann hörst du es auf einmal. Habe ich Prinzessin gesagt? Ja. Ich meinte die Königin. Ja, das war Prinzessinmörder. Und dann erkennt jemand auf einmal dein Gesicht. Oh. Alle Kinder, jetzt gib sie her. Nein. Gib sie jetzt her. Nein. Ich möchte auf einschüchtern würfeln. Ich gebe sie ihm nicht. Was willst du denn mit der machen jetzt, mit der Kleinen? Sie zeigt. Red doch erstmal mit den Leuten. Wir sind nicht die Prinzessinnenmörder. Wie ihr dort sehen könnt, dort ist die Prinzessin. Ja. Es wird so ein bisschen Tumult. Ihr könnt nicht mehr so richtig verstehen, was sie sagen. Können wir mal ein bisschen Tumult machen? Können wir so. Wir müssen zur Königin! Haltet ein! Lasst den Herrn aussprechen! Das ist die Prinzessin, wir haben sie nicht getötet. Wir müssen zur Königin! Ruhig, ruhig, ruhig! Wenn ihr ihm schon nicht glaubt, ihr könnt mir glauben, eurem Lysander Federkiel. Ich habe euch die verschwundene und totgeglaubte Prinzessin zurückgebracht, mit Hilfe meiner Freunde. Ein Gratis-Roman für den Herrn da drüben. Und was? Ja, offensichtlich ist hier ein ganz schöner Tumult auf einmal im Gange. Und so kommen natürlich auch Wachen an. Und nicht irgendwelche Wachen, sondern die Nostrische Bär. Also richtig, Soldaten. Da waren wir auch mal dabei. Da waren wir auch mal. Was ist hier los? Ruhe! Die kommen mit Waffen auf euch zu. Alle kennen jetzt, gib die Prinzessin her. Warum? Was willst du mit ihr? Den nostrischen Wert zeigen, jetzt gib sie her. Das kann ich genauso gut wie du. Was ist denn mit ihm? Ihr da, Waffen runter und magische Artefakte, alles auf dem Boden. Wir haben doch gar keine Waffen in der Hand. Du hast aber Waffen am Rücken. Ja, die bleibt da, wo sie ist. Überlegt es euch nicht besser noch einmal, bevor wir zuschlagen. Wir müssen zur Königin Yolande der Zweiten. Wir haben ihr Kind. Wir haben die Prinzessin. Ich leg meinen Zauberstab ganz ruhig auf den Boden. Waffen auf den Boden, sonst kommt ihr keinen Schritt weiter. Oh. Ja, gut. Ich lege mein Florett. Ach ja. Ich lege mein Florett ab. Okay. Hände hinter deinem Kopf! Und in dem Moment, ihr da, mit dem Baby,
Und ein Soldat gibt, einer von den Soldaten gibt dem anderen ein Zeichen und er geht hin und reicht ihn. Gib das Baby her! Niemals! Das Säugling, der Säugling. Den. Den Säugling. Das Wickelkind! Nun. Sie bleibt bei uns! Nichts wir haben sie gerettet! Ihr lasst die Finger von ihr! Ihr werdet jetzt schön mit uns kommen und gebt dieses Baby her! Dieses Wickelkind her! Welches Anrecht habt ihr denn auf dieses Baby? Gehört es euch? Nein! Er hält dir seine Hellebarde unter dem Hals. Das es beeindruckt mich bedrohend. Nicht. Moral, Sie doch, 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 mach doch mal ruhig eine Probe. Nein, das beeindruckt mich doch. Nicht. Willenskraft erschwert um zwei. Mann, dieser Scheißstift. Was, Willenskraft um zwei? Erschwert um zwei. Und Nicodor. Wieso denn ich jetzt? Na, ihr seid alle ein bisschen eingeschüttet. Danke. Ich wollte ihm das Baby sowieso geben. Also okay, aber vielleicht... Ne, dann brauchst du nicht würfeln, dann kannst du... Aber ich will ja dazu was sagen, also okay, aber ich mach trotzdem mal. Ja, bestanden. Okay. Also du bist Herr deiner Sinne, du kannst dieser Bedrohung standhalten, aber... Ich löse einen Schicksalsschiff und nehme den anderen W20. Eins. Ich bin nicht schön genug, nein. Hast du jetzt ein Schiff verbraten? Ja, ich habe ein Schiff verbraten. Nein, ich habe es nicht geschafft. Hast du es geschafft? Ich sollte keine machen. Achso. Ach, ja. Du hast nicht gesagt, so eine. Achso, ja, sorry. Rot, gelb, blau. 18 ist... Mann, ey. Also da ich merke, dass meine Kollegen schon wieder komplett in Panik geraten, behalte ich das Baby natürlich auf dem Arm. Schön, dass ich es dir nicht gegeben habe. Werter Soldat, ihr wisst nicht, wer wir sind. Kann das sein? Nun, mein Name ist Praetor Albi Rashid Chada Al-Zira. Du hast Orasi das vergessen. Ach ja. Du darfst nicht vergessen. Ich bin eingeschüchtert in Panik. Ja. Bringt uns jetzt sofort zur Königin. Er ist scheinbar panisch. Was soll man da machen? Okay. Stellt euch hinten an. Der halbe Adel will zur Königin. Aber wir haben ihre Tochter. Ja, beweist es. Arlekin, mach ihre Brust frei. Die Königin kann erkennen, was dann ihre müssen Tochter wir ist. Zur Königin. Die was Prinzessin soll das? Ist tot. Gebt sie her. Die Prinzessin ist nicht tot, offensichtlich. Gib sie her! Du kannst ihn... Also so panisch ist Oskar doch nicht. Wort. Also, werter Soldat, ihr wisst scheinbar nicht, wer wir sind. Wir sind durch den Limbus gereist. Wir haben gegen Dämonen gekämpft. Wir sind in die Abgründe der Hölle gestiegen, um die Prinzessinnen zurückzubringen. Und hier seht, die Prinzessin! Das können irgendwelche Dämonen aufgemalt haben. Das, wir glauben an kein Wort, das kann jeder aufgezeichnet haben. Gebt sie her, die Königin muss sich davon überzeugen. Die Prinzessin wurde getötet von Prinzessinnenmördern. Und ihr seid verhaftet. Ich geb... dann wird's kompliziert. Wie nah stehen die dran? Na, die hatten Lysander eine helle Bade unter dem Hals. Ja. Also Vorsicht. Sehr nah. Wie viele Soldaten sind es? Aktuell 5. Wie begeistert wird die Königin sein? Ihr seid eingeschüchtert. Ihr wird nicht mehr geredet. Ihr seid eingeschüchtert. Keine Argumente mehr. Wir haben kein Problem damit, euch die Prinzessin zu überlassen, wenn ihr mit uns gemeinsam sie zur Königin bringt. Ihr wisst nicht, was wir hinter uns haben, was für Gefahren wir überstanden haben. Wir können doch nicht einem... Ich weiß nicht einmal euer Name. Wer seid ihr überhaupt? Das hat euch nichts zu interessieren. Irgendein Popanz, der kann nicht einfach hierher kommen und Audienz bei der Königin verlangen. Erst recht nicht, wenn man gesucht wird als Prinzessinnenmörder. Deswegen wurden wir angeklagt, aber wir haben die Prinzessin doch hier. Ihr habt einfach irgendeinen Säugling bemalt. Wenn das die Königin wüsste. Sie würde euch feuern. Die Königin wird erkennen, ob es ihre Tochter ist oder dann nicht. Dann bringt uns zu der Königin. Und dann werdet ihr freigelassen. Gut, jetzt dann bringt uns zur Königin. Nein. Außerdem bist du panisch. Du kannst gar nicht argumentieren. Manu. Nun. Sei panisch, sei eingeschüchtert. Wenn wir gemeinsam zur Königin gehen, dann ist es doch egal, wer die Prinzessin trägt. Wir sind doch eure Gefangenen, wir werden nicht fliehen können. Nun lasst Orasilas doch das Kind tragen. Keiner kann ungefragt einfach zur Königin. Nun, wir sind nicht irgendwer. Ihr seid irgendwer. Er ist Orasilas, Al-Syrer von... Praetor Orasilas Albi Rashid Chada, Al-Syrer von Nostria. Vorstand des... Dings, was? Klosters. Klostervorstand. Nein.
Nein, kein Klostervorsteher. Verdammt! Ich habe nur den Titel eines. Gekauft oder wie? Nein. Wenn du kein Kloster hast? Okay, machen wir es doch anders. Wie viele Soldaten sind es? Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Sechs. Sechs. Und er ist eindeutig der, der das Sagen hat. Nun, werter Herr, es ist doch kein Grund, Gewalt anzuwenden. Es ist doch alles in Ordnung, denke ich, wenn wir mit euch kommen und wir die Prinzessin tragen. Wen könnte das ein Leid zufügen? Wir sind unbescholtene Bürger, wir sind durch Probleme gegangen, die könnt ihr euch nicht einmal vorstellen. Und wir wollen doch nichts weiter, als der Prinzessin ihr Kind zu bringen und damit unsere Unschuld, der Königin ihr Baby zu bringen und damit unsere Unschuld zu beweisen. Das könnt ihr doch keinem ehrbaren Mann abwenden, oder könnt ihr? Kannst du irgendwas? Oder war das? Ja, ich habe mich ja schon die ganze Zeit konzentriert. Ich habe ja die anderen reden lassen. ich würde ganz gerne tatsächlich versuchen, dem netten Herrn vor mir einen Banbaladin nett und freundlich zu übergeben, quasi, so per Handschlag. Nein, ich würde ganz gerne einen Banbaladin auf ihn wirken. Okay. Hat er irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Irgendwas, was man wissen muss? Nee, das ist eine ganz normale Wache. Also seine Seelenkraft brauche ich halt. Ja. Eins. Also dann wird er mich jetzt lieben, denn ich habe mit Qualitätsstufe, was ist 11 Punkte übrig behalten? Ist das 5 oder 4? What? 4? 4 ist es. 4. Qualitätsstufe 4 Banbaladin. Okay. Ach, ja. Ich bin Oberst Mark. Oberst Mark, man nennt mich der Bärtige. Amen. Oberst Mark, man nennt dich der Bärtige. Seht, wir haben wirklich eine schwere Zeit hinter uns. Und ich denke, nach all den Strapazen und all dem Leid und auch dem ungerechtfertigten Zorn und der Verfolgung wäre es doch angebracht, wenn wir wenigstens dabei sein könnten, wenn die Königin ihre Prinzessin wiedererlangt. Wir haben wirklich das Anrecht darauf. Gut, pass auf. Wir bringen euch in einen Raum, in eine Kammer. Die wird bewacht. Ihr werdet diese Kammer erstmal nicht verlassen können. Wir müssen einige Dinge klären. Ihr könnt so, wie ihr ausseht, auf gar keinen Fall die Königin besuchen. Ich meine, was zerrissene Lumpen, schmutzig, was auch immer. Ihr müsst Vorkehrungen treffen, um überhaupt eine Audienz bei der Königin zu bekommen. Ich glaube, das wird ihr ganz egal sein, wenn sie ihre Tochter wieder bekommen kann, oder? Wir sind durchaus gewählt. Ihr habt die Etikette zu wahren. Anscheinend seid ihr ja kein Praetor, sonst wüsstet ihr so etwas. Wir sind natürlich gewählt, uns den Bedingungen der Königswache zu unterwerfen. Es liegt uns nur am Herzen, dass wir sichergestellt ist, dass der Prinzessin kein Leid zugefügt wird. Wir haben wirklich viel auf uns genommen, um sie wiederzuholen von den finsteren Schurken, die sie entführt haben, die sie fast umgebracht haben. Und ich denke, wir kennen uns noch nicht lange, aber ihr könnt mir vertrauen. Es ist wirklich nichts dabei. Aber wenn ihr der Meinung seid, wir sollten uns erst einmal zurechtmachen, so wird es uns natürlich nichts ausmachen. Es ist nun mal die Vorschrift. Ich kann da nichts. Vorschrift ist Vorschrift. Ihr wisst. Ja, nun gut. So, schickt uns doch einen Diener mit frischen Kleidern und etwas essen. Hast du Durst? Irgendwelche Wünsche? Das ist hier kein Gasthaus. Sind wir in einem Gasthaus oder was? Wir haben sehr viel hinter uns. Eine Karaffe Wasser wäre doch ganz nett. Oder Met. Habt ihr Met? Kommt mit. Und die Wache ist sichtlich beschwichtigt. Ihr dürft das kleine Kind, den Säugling, bei euch behalten und bringt euch in eine Kammer, in einen Seitentrakt. Es sind zwei Doppelstockbetten. Eure Waffen und Stäbe wurden aber eingesammelt. Und mein Besen auch. Dein Besen. Ja, doch, ja. Ne? Auch. Und genau. Ihr haben wir ihn vom Brinnbänden? Den haben wir nicht erzählt, ne? Ja. Ach Gott. Schick mal jemanden nach ihm zu. Ja. Wache, wir haben noch jemanden mitgebracht, aber er ist vor Furcht, hat er sich verlaufen. Könnt ihr eventuell noch ein, zwei Wachen hineinschicken, die ihn suchen gehen können? Der arme Kerl rennt panisch durch die Gänge. Wir schauen mal, was wir entbehren können. Nun gut. Er macht die Tür zu.
Ihr seid jetzt allein in diesem Raum. Haben wir das Baby noch bei? Ja. Hm. Was wollt ihr tun? Was? Also wir sind jetzt quasi in der... Haben Sie die Kammer abgeschlossen? Nee. Option. Und draußen Wachen postiert wissen wir auch nicht jetzt. Wie, nee, wurden Wachen vor der Tür zurückgelassen? Also du guckst einen Spalt raus und siehst, dass da zwei Wachen vor der Tür stehen. Okay. Nun, das schienen mir doch einfach nur besorgte Soldaten der Burg zu sein. Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist abzuwarten und zu warten, um wen sie uns schicken. Vielleicht werden sie uns wirklich zur Königin bringen. Ich meine, es ist immerhin die Königinburg. Warum sollte hier uns ein Leid geschehen? Du hast den Wachmann verzaubert, nicht wahr? Nun, verzaubert das. Wie lange hält der Zauber? Das ist nicht so einfach zu sagen. Und es ist eher eine Art Beeinflussung. Das ist gut gemeinte Worte, ein nettes Wort, ein Lächeln. Aber er scheint uns zu vertrauen jetzt? Nun, ich würde behaupten, er wird zumindest unserem Wort so weit Glauben schenken, dass nicht direkt der Henker vor der Tür steht. Na, hoffen wir es. Ja, dann müssen wir warten. Qualitätsstufe mal Minuten. Nicht so lange. Aber es hat offensichtlich genug die Zeit gereicht. Denn irgendwann klopft es an eure Tür. Endlich die frischen Kleider und etwas zu essen. Ach übrigens, ne, hab ich gar nicht erwähnt. Oberst Mark der Bärtige ist natürlich ein Name. Unserem Steady-Unterstützer. Mark Ludwig. Mark Ludwig, dankeschön. Ja. Wie ist jetzt Mark der Bärtige? Mark der Bärtige. Bärtige, ja genau. Oberst. Den schreibe ich mir auf. Den merke ich mir. Komm auf meine Liste. So. Was ist Qualitätsstufe 4 eigentlich? Ist das schon wieder verliebt oder? Nee. Aber na, du musst, das hängt ja immer davon ab, wie weit der dich nicht mag. Ja, stimmt, ich gehe nur 4 Qualitätsstufen. Du gehst noch 4 Stufen hoch auf der Leiter. Gute Richtung, genau. Ne? Der mochte dich vorher nicht. Der mochte mich nicht so sehr. Das Ziel empfindet großes Vertrauen zum Helden jetzt. Na ja. Aber auch nur für ein paar Minuten. Mark vertraut dir, der Oberst, also ich meine, ist schon... Fällt er dann sofort wieder zurück in die Abneigung nach der Zauberdauer? Naja, er weiß, dass er verzaubert wurde, ne? Oder? Hier sind auch Experten hier im Raum. Nee. Sala? Baladin? Ja. Ja? Was, das weiß er? Ach, das weiß der. Ja, der hat nichts auf Magiekunde. Ach, weißt du was? Wir sagen, der hat die Probe nicht bestanden. Ja. Okay. Es klopft an der Tür, habe ich erzählt. Und es kommt ein Mann herein, der gähnt ein wenig. Ich muss jetzt blättern, weil das ist natürlich alles nicht so verlaufen, wie ich das geplant habe. Ernsthaft? Jetzt schon wieder? Alles gut. Was, du kannst zaubern? Ich kann zaubern? Ich möchte gern einen Namen. Wer hat einen Namen für mich? Der Erste, der ruft. Nicht so viele. Egbert. Nachname? Egbert Alriksson. Egbert Alriksson. Torwaler. Oh, Torwaler in Nostria. Schwierig. Ja, er hat Verwandte in Torwald. Der Majordomus Egbert Alriksson kommt rein und gähnt. Oh, meine Herren. Oh, ja, ich... Oberst, der Bärtige hat mir gesagt, ihr verlangt Audienz und ich soll euch einweisen in die Etikette. Oh Gott, wie seht ihr eigentlich aus? Wir hatten nach frischer Kleidung verlangt, aber noch kein Bote ist angekommen. Wie verlangt? Du müsst ihr bezahlen? Habt ihr keine Kleidung mit? Wie seid ihr hergekommen? Durch den Limbus. Ja, genau. Wir sind auf magischem Wege hierher gereist. Okay. Die Hexen haben uns geholfen. Okay, dann... du überforderst den armen Mann doch schon wieder total. Habt ihr irgendwie Kleidung mit, eure Bediensteten, irgendwas mitgebracht? Nein, der Weg war hart genug. Wir müssen unbedingt zur Königin. Wenn es heißt, dass wir frische Kleidung brauchen, dann gebt uns frische Kleidung. Wir haben Kleidung hier in unserer Burg, aber das kostet euch natürlich. Und ihr braucht dringend einen Bader. Ich kenne einen. Der ist aber nicht hier oben. Wie lange wird das dauern? Keine Ahnung, wenn ihr euch beeilt, vielleicht für drei, ein Stündchen.
Ja, dann lasst uns einen Zuber bringen, schickt einen Bader, schickt uns frische Kleidung. Wir haben wirklich keine Zeit für diesen Firlefanz. Das Reich steht an der Schwelle des Untergangs und ihr belangt uns hier mit irgendwelchen Nichtigkeiten und der Etikette der Bürokratie. Wollt ihr etwa unserer Hierarchie, unserem Adel in Nostria keinen Respekt zollen? Wir möchten ihnen natürlich Respekt zollen, so war das nicht zu verstehen, aber der Respekt muss sich dem Wohl eines Babys doch wohl unterordnen. Nun schon lange, wenn es die Prinzessin ist. Seht, sie riecht schon ganz streng. Oh, wann habt ihr sie zuletzt gewindelt? Ich glaube, das Worauf soll ich jetzt würfeln? Würfel mal auf Wickeln. Ja, auf Wickeln. Ist es, und patze bloß nicht. Ich glaube, Selbstbeherrschung. Da sagst du was. Habe ich geschafft, Konstitution, yep. Okay. Qualitätsstufe 3. Erfolgreich 2. Kacker weggemacht. Erfolgreich beherrscht. Die genau. Superwindel. Die Superwindel. So, jetzt sollte es alles die magische gut sein. Die magische Windel wieder ausgewaschen. Und genau. Alekin, gib doch mal den Milchschlauch, bitte. Ah, ja. Bitte. Den magischen Milchschlauch. Ihr werdet also dann zu einem Waschraum geführt, wo ein okay. Zuber steht. Da ist allerdings nur halb voll mit Wasser. Erster. Zweiter. Da. Und so wascht ihr euch nach und nach. Haha, ist der Klein. Das würde ich mir nicht bieten lassen, Alekin. Wirklich nicht. Was dann? Ich bin unter Wasser, meinen sieht man nicht. Wow, Oscar, echt jetzt, ja? Da hast du mich geskillt, ne? Hatte ich überlegt. Ja, was ist mit eurer Kleidung? Was? Eure Kleidung. Ja, bringen wir das eher uns jetzt, oder was? Wollt ihr irgendwas machen? Ihr solltet wie viel kostet neue Kleidung denn neue Kleidung, Herrgott? Na, reinigen 10 Silber. Reinigen 10 Silber ist in Ordnung. Hier. Okay. Es kommt jemand und holt die Kamera. Hast du für uns alle bezahlt? Nein. Na, frohe Person. Hat er für uns alle bezahlt? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe ihm 10 Silber gegeben. Und Majodomus Egbert Alberikson fragt nach euren. Meine Herren, wie wollt ihr eigentlich angesprochen werden? Welchen Status habt ihr? Großautor. Ich wusste gar nicht, dass so ein Titel vergeben wird. Er ist einzigartig und doch sehr mächtig. Okay, und ich bin Praetor, also ein Tempelvorsteher der Nostrischen Kirche. Sieht das vielleicht doch bist du ein Tempelvorsteher? Ja, der Rang ist der eines Tempelvorstehers, aber ich habe keine Kirche. Keine eigene. Ist okay. Paricio Lafanti ist mein Ausbilder und der Kirchenvorsteher in Nostria. Also ein belangloser Titel quasi. Nein, ich muss mir halt irgendwann mal eine Kirche suchen. Okay. Und Adeptus Minor, Alekin Desch. Ah, okay, ausgebildeter ja. Magier der Akademie der Macht zu Lovang. Zu Lovang? Seid ihr nicht? Werden da nicht Schwarzmagier ausgebildet? Ja. Naja, Graumagier. Aber ihr seid in einem weißen Gewand. Nun, es gab Umstände, die ihn auf die bekehrt wir haben. Nicht stolz sind, aber in der Not frisst bekanntlich auch der Gehörnte Fliegen. Aber ihr könnt nicht in falschen Gewändern zur Königin treten. Ihr braucht ein Gewand eines Schwarzmagiers. Nun, wenn ihr ein Gewand da habt, das meiner würdig ist, so bin ich durchaus nicht abgeneigt, entsprechendes entgegenzunehmen. Wir haben ein paar Gewänder in unseren Kammern. Es würde so 180 Silber kosten. Natürlich würde das 180 Silber kosten. Vielleicht kann man sie mieten. Ja, ich will nicht so kleinkariert sein. Ich schmeiß ihm 2 Dukaten hin und möchte ihm meine Verachtung zeigen. 150 Silber sind nicht 2 Dukaten. Du hast 180 gesagt. Ja. Das sind 18 Dukaten. Dann werfe ich ihn. Hab ich nicht. Nun, in der Not frisst der Teufel Fliegen, der Gehörnte. Was denn? Lass mir aushelfen, Lysander. Was denn? Nimm nicht pleite. Du hast doch letztens erst einen ganzen prallen Geldbeutel gehabt. Ich hab's doch genau jetzt. Ja, und der ist noch prall. Aber wenn ich dir jetzt 18 Dukaten gebe, ist er nicht prall. Du kriegst sie doch wieder. Wir werden eine Belohnung für die Prinzessin erhalten. Oh, leck mir Morsch. Ja, hier. Ja, hier. Schreib's doch wirklich auf, ne? Ja. Leck ja, du mir auch am Arsch. Also, von mir erhält der nette Mann 8 Dukaten. 8 Dukaten und von dir? Ja, dann gebe ich ihm noch 10 fehlenden. Ja.
Wunderbar, so hast du ein niegelnagelneues Schwarzmagier-Kostüm. Mensch, Nico, so hübsch, yeah. So hübsch war Alekin lange nicht. Schulden, Alekin, 10 Dukaten plus Zinsen. Sicher. Macht dann 15. Du weißt schon, dass man heutzutage Minuszinsen auf Guthaben kriegt, ne? Ah, wir sind ja in Aventurien. Ja, genau. Ja, der Majordomus will natürlich auch schauen, wie es um euer Wissen geht. Was ist eigentlich mit unseren Waffen? Haben sie die mitgenommen? Die haben wir nicht, ne? Nee, habt ihr nicht. Mein Stab auch nicht? Wir sind in der Asservatenkammer. Ah, okay, gut. Euer Hochwürden, ihr habt ja sicherlich, wie ihr wisst, aber für eure Begleitung, ihr dürft euch nur auf 5 Schritt der Königin nähern. Sehr gut. Dazu ist ein Teppich im Thronsaal. Ihr dürft quasi nur bis zur Teppichkante gehen. Macht ihr einen Schritt weiter, sie wird das ungünstig für euch enden. Sie wird wahrscheinlich auf mich zukommen, da ich ihre Tochter in den Händen halte. Also ihr seid vorgewarnt. Was zu beweisen wäre. Ihr müsst, wenn ihr den Raum betretet und vor die Königin tretet, auf die ein Knie fallen, euch verbeugen. Und ihr dürft erst euch erheben, wenn die Königin es euch erlaubt. Ja. Es wird nur gesprochen, wenn das königliche Wort an die jeweilige Person gerichtet wird. Sehr wohl. Ja, das unerlaubte Ziehen von Waffen und magischen Gegenständen, bla bla bla, habt ihr ja eh abgegeben. Ihr habt doch unsere Waffen. Die Königin wird natürlich, wie ihr wisst, als eure königliche Majestät angesprochen. Genau. Er untergräbt ein bisschen die Autorität. Ja, ist doch gut. Gut. Ist ein lustiger Mann, ne? Ja. So, denn es sind so ein paar Stündchen vergangen. Ja, ihr werdet gerufen. Ich mache Meldung, dass ihr bereit seid. Ja, und so ist es jetzt mittlerweile schon. Eigentlich habe ich meine Uhr gar nicht rausgeholt. Es ist schon echt. Oh, komm, wir machen es. Es ist Mitternacht, das ist am leichtesten. So. Mitternacht. Irgendwann klopft es wieder an der Tür und ihr werdet von einem Wachsoldaten geholt. Na endlich, hat ja lange genug gedauert. Ihr lauft durch die Königsburg und irgendwann kommt ihr vor einem sehr großen Tor. Der Wachsoldat klopft an die Tür. Es geht ein Spalt auf, irgendeine Stimme flüstert irgendetwas und er tauscht sich aus. Dann öffnet sich das Tor und ihr dürft hinein. Ihr seht im Grunde ähnlich den Saal einer Minderglobule. Seht ihr direkt vor euch. Nur jetzt kommt ihr gerade durch diese Tür, die in der Minderglobule zu war, beziehungsweise in den Limbus führte. Und so seht ihr dann natürlich auch den beschriebenen Thron. Auf dem Thron sitzt die Königin. Hinter dem Thron steht ihr Gerold. Der Thron steht auf einem Sockel natürlich, weil er ja hier oben ist. Ne? Direkt vor dem Thron sind natürlich zwei Wachsoldaten, die königliche Garde mit Hellebarden natürlich. Ne? Und ihr seht den beschriebenen Teppich auf dem Boden. Und direkt neben dem Teppich, vielleicht 2 Schritt daneben, ist ein Tisch. Und an dem Tisch sitzt gähnend eine Frau und hat irgendwas mit Zettel und Papier und so weiter. Was macht ihr? Also es sind nur die 2 Gardisten und die Königin? Ach so, nee, neben der Tür, also... Genau, das habe ich natürlich vergessen zu erzählen. Es sind natürlich bestimmt noch so 6 Soldaten, die aber sich sehr am Rand halten, die euch erst auf den zweiten Blick auffallen. Ja, ich halte die Etikette ein, gehe nach vorne, verbeuge mich und falle auf ein Knie. Ich folge dem Beispiel. Ajo. Ajo. Okay. Und so steht ihr, kniet ihr quasi vor der Königin. Und der Herold spricht. Eure königliche Majestät, es treten vor. Oh, entschuldigt die späte Stunde. Euer Hochwürden Praeto Orasilas Rashid Shada Al-Syrah von Nostria. Der gelehrte Herr Alekin Desch sowie der Großautor Lysander Federkiel. War ich jetzt der Einzige, dessen Titel ignoriert wurde? Ja, hab ich doch gesagt, der gelehrte Herr. Das ist der Titel für. Ja, gut. Adeptus Minor. So wird ein Adeptus Minor angegriffen. Müsstest du wissen. Ich bevorzuge die lateinische Sprechform. Die Königin gibt dem Majordomus ein Zeichen.
Und daraufhin spricht er: Euer Hochwürden, ihr habt die Erlaubnis, den Ring der Königin zu küssen, erhebt euch. Und die Königin macht die Hand, küsst du. Du gehst wieder zurück auf den Platz, du stehst. Die Königin erlaubt euch, sich zu erheben. Und beide steh ich auf. Aufstehen. Ja, aufstehen. Euer Hochwürden, euch ist es gestattet, euch zu erklären, was ihr da für ein Wickelkind bei euch tragt und wieso ihr euch anmaßt zu behaupten, dass das die Prinzessin sei. Königliche Majestät, Yolande, hier in meinen Armen befindet sich eure Tochter, Lysiane die Dritte, Kasmirin von Nostria. Und wenn ihr mir nicht glaubt, werdet ihr sie wohl erkennen. Und sie ist sichtlich überrascht total und du merkst richtig, sie bricht die Etikette. Meint, Lysiane, aber gib sie sofort her. Und die Wachen kommen an mit den Hellebarden auf dich gerichtet und einer übergibt quasi dann das Kind. Und sie ist natürlich total aus dem Häuschen sichtlich und überrascht und erkennt natürlich ihre Tochter sofort wieder. Und für einen kurzen Moment merkst du, da fällt einfach jegliche Etikette alles von ihr ab. Und sie ist einfach nur eine glückliche Mutter, die froh ist, ihr Kind wieder in den Arm zu haben. Irgendwann nach einem kurzen Moment merkst du, fängt sie sich wieder und du merkst, sie behält es bei sich und sie spricht direkt dich an, fahrt fort. Nun, wir haben uns einiges auf uns genommen, aber wir sind dahinter gekommen, dass Albio, Salis von Salza, hinter den Verwicklungen steckt. Wir wurden unschuldig angeklagt. Wie ihr seht, eure Tochter lebt. Wir haben einiges hinter uns. Es gab einen Druiden, der die beiden Säuglinge vertauscht hat. Und er muss ein anderes Säugling getötet haben und dort zurückgelassen haben. Er hat einen Verwandlungszauber auf die Prinzessin angewendet und hat sie in Fjolba in einem Waisenhaus untergebracht. Und wir haben es geschafft, wir drei, der Adeptus und der Großautor mit ihm zusammen, haben wir es geschafft, die Prinzessin wiederzufinden und stehen heute vor euch. Wie habt ihr es, ihr solltet gehängt werden? Nun, als sich die Stadt in die Lüfte erhoben hat, sind wir freigekommen durch eine göttliche Fügung und konnten uns in der Stadt verstecken, so sehr das gegen meine Ehre geht. Ihr wisst, als Praetor, als Rondra-Geweihter ist das schwierig, aber ja, wir haben erfahren, dass also wir wollten nach Salza, um alle Waisenhäuser zu ach, so viel ist passiert in dieser kurzen Zeit und normalerweise hast du kein Problem, da lange zu reden. Ja. Mach mal eine Probe auf Selbstbeherrschung. Huch. Oh. Aber eine 1 und eine 2. Wir sind Patzer, ne? Nein. Ja, wenn Würfel runterfällt, ist ein Patzer. Ist kein Patzer, ist doch 20, wenn Würfel runterfällt, ist ein Patzer, oder? Ja, ja, siehst du? Kann eine Hausregel sein, ja. Also, Orasilas. Der verfehlt nur in Da ist auch eine 1. Hast du ihn auch gerade geworfen? Nein, eine 1 und eine 2. Aber wenn es ein Patzer ist, gleich automatisch. Orasilas beginnt wieder in vollsten Zügen die Geschichte auszubreiten und ihr merkt also, schon, von vorne anzufangen. Und alle rollen mit den Augen. Sogar die Wachsoldaten. Groß und breit erkläre ich bis über Dardane Brusig und wie das bei Albio verlaufen ist und so. Ne? Erklärst du alles? Alles? Inwiefern alles? Der Dämonling da drüben? Ja. Ja, mach ruhig, Oskar, ist schon okay. Kannst ja eh nicht lügen. Darfst du ja nicht lügen. Ist ja nicht lügen, wenn er es nicht erzählt. Ja, aber auch die Wahrheit verschweigen ist für ihn doch auch irgendwie lügen. Naja, ich erzähle bis zu dem Punkt, dass wir zu der Prinzessin angekommen sind und dann zu den Hexen und dann hierher. Okay, also erzählst schon Limbus und... Limbus erzähle ich, aber nicht, dass er ein Dämonenpaktier ist. Okay, ja. Das vergesse ich in der Aufregung. Alle gehen! Ah, okay. Und nun stehen wir vor euch. Gut, das ist ja, wow, das ist beeindruckend.
Die Offiziale übrigens neben mir am Tisch, die versucht heftig die ganze Zeit mitzuschreiben. es fällt ihr aber sichtlich sehr schwer. Orazlas führt also sehr ausführlich aus und es ist schon bestimmt spät. Die Sonne geht fast auf. Nee, Spaß. Die Ausführungen sind sehr intensiv. Ihr könnt euch kaum noch auf den Beinen halten und irgendwann kommt er zum Punkt. Die Königin ist natürlich bedankt sich bei dir. Der Herold folgt euch, werter Adeptus Minor, werter Großautor, wollt ihr dem noch irgendetwas hinzufügen? Hat er denn irgendwas ausgelassen? Nee, oder? Die Dämonengeschichte hat er ausgelassen. Dämonen bist. Ansonsten, wir waren bei den Grünkappen, dass wir nach Salza, was mit Albio passiert ist. Ja, fang nicht von vorne an. Nein. Nein. Und ich denke, der Praetor hat alles Wesentliche zu unserer Reise gesagt. Auch das Unwesentliche. Und noch ein paar Extras. Ja, verzeiht mir. Ich denke, jeder konnte sich ein sehr gutes Bild machen, in welch misslicher Lage wir uns befanden und welch Strapazen das Ganze mit sich brachte. Und ich denke, der Praetor hat genau erkannt, was unsere Ausgangslage war und wie wir auch hier gelandet sind. Die Königin ist nach wie vor sichtlich begeistert und das Gesicht ist aufgehellt. Sie scheint im Gegensatz zu allen anderen immer noch klar und wach zu sein, offensichtlich. Abdank, werte Herren, für euren Einsatz. Du darfst nur springen, wenn du da bist. Nein. Ihr habt, ich denke, ihr habt es verdient, dass ich euch begnadigen werde. Dafür, dass ihr meine Tochter errettet habt. Ich werde das morgen vor den Bürgern unserer Stadt, soweit es gerade möglich ist, verkünden. Ihr werdet dazu abgeholt, morgen alles weitere klärt der Majordomus mit euch. Wo ihr aber gerade da seid und ihr nun gewisse Fähigkeiten mitbringt offensichtlich, möchte ich, dass ihr uns helft, unsere Stadt zu verteidigen vor dem schwarzen Andergaster und seine Dämonen, die hier nun ja unser Königreich angreifen. Und ein schwarzer Andergaster mit Dämonen? Anerkennen. Ja, der Herold zischt dich aus. Alles Weitere werde ich euch morgen informieren lassen. Es gibt, wir müssen unsere Bürger unserer Stadt beschützen und hoffen, dass wir einen Weg finden, möglichst bald diese Katastrophe hier zu überwinden. Ihr seid entlassen. Mhm. Ich bleibe stehen und suche den Blick der Königin. Sanna, komm mit jetzt. Keiner reagiert. Ich versuche hier durch Blicke zu signalisieren, dass ich etwas sagen würde. Ja. Komm, mach mal einen Wurf auf Überreden. Ich rede doch gar nicht. Ja, aber das ist ja mit den Augen. Und ich mache mal hier eine. Es blendet hier alles so. Ja. Wie viel Qualität? Null, also eins. Also. Eins, okay. Ja, gut. Ich habe leider daneben gehauen. Also Sie, ja, Herr Großautor. Ich habe eine Bitte zu überbringen. Von Irion Sturmklinge. Ich weiß nicht, ob euch der Name geläufig ist. Er ist der Herrscher über eine Globule. Und er bat mich, euch auszurichten, dass ihr ihn unbedingt aufsuchen müsst. Wisst ihr, wie man zu dieser Globule kommt? Ich kann gerne euren Bediensteten, eurem Herold, eine detaillierte Beschreibung dafür geben. Ich möchte euch nicht hier und jetzt damit behelligen, wie man dorthin gelangt. Hab Dank für die Übermittlung dieser Botschaft. Und hinten siehst du schon nervös zwei Herren mit den Hufenscharen. Jetzt können wir. Und ja, dann gehst du. Ja. Wir haben unsere Sachen noch nicht wieder bekommen. Ja. Werden wir von irgendeiner Wache begleitet oder? Ihr werdet wieder in eure Kammer begleitet. Mhm. Der Majordomus lässt ausrichten, dass ihr eure Sachen wieder bekommt. Morgen. Morgen. Es ist spät nachts. Ich bin auch müde, glaube ich.
Ist denn in der Kammer was zum Schlafen überhaupt? Oder müssen wir wieder auf den Boden? Nee, weißt du was, wir machen es anders. Ihr bekommt jetzt die Sachen wieder. Oh, schön. Okay. Dann verfasse ich sofort ein Schreiben, in dem ich der Königin beschreibe, wie man in die Globule von Irion Sturmklinge gelangt. Und ich stecke meine Waffen weg. Versiegel das Ganze mit Siegelwachs, was ich nämlich auch noch habe, habe ich entdeckt. Und lasse das der Königin überbringen. Okay. Arlekin, wir haben es geschafft. Wir sind begnadigt worden, wir haben die Prinzessin zurückgebracht. Wir haben es geschafft. Wir sind begnadigt worden für eine Tat, die wir nie begangen haben. Und werden direkt vor den nächsten Karren gespannt, um gegen irgendwelche Dämonen zu kämpfen. Aber jetzt können wir uns im Namen Nostrias wieder dem Königreich... Hurra, im Namen Nostrias. Weißt du, Orasilas? Ja, du bist kein Nostria, du hast nicht die Pflicht. Ich empfinde das als sehr wenig Dank. Wir haben gerade der Prinzessin ihr totgeglaubtes Baby zurückgebracht. Und was haben wir bekommen als Dank? Guck dir diese Kammer an. Sie haben uns in den Schweinestall gefährdet. Hast du ihre Reaktion nicht gesehen? Ja, und was haben wir von dieser Reaktion? Wir haben ihre ewige Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit drückt sie damit aus, indem sie uns gleich vor den nächsten Dämonenkarren wirft. Sei froh, dass sie uns geglaubt hat. Oh ja, ich bin sehr froh. Haha, siehst du mein Lachen? Ha, ich bin so froh, ich könnte tanzen. Wie hätte sie uns denn nicht glauben können, wenn wir ihr Baby zurückbringen? Ja, das stimmt, aber... Ein bisschen schönere Gemälde hätten es schon sein dürfen. Ich dachte, wir werden zumindest als eine Art von Helden gefeiert. Aber nein, man sperrt uns direkt wieder zurück in die Kammer. Ich schreibe ihr eine Nachricht, dass eine Heldenfeier angebracht wäre. Tu das. Unterschreibt ihr? Ich bin wirklich erregt darüber, wie man uns hier behandelt, nachdem wir der... Ist denn die Wache irgendwie da, der uns die Sachen wiedergebracht hat? Also hat man uns was zu essen gebracht? Was die zu Wache kriegen, hat euch die Sachen gebracht. Toll. Und mehr nicht. Nee, die Wachen vor der Tür sind gegangen. Wurden abgezogen. Also wir sind jetzt frei zu gehen. Ja. Aber ich bin müde. Haben wir hier ein Bett? Arlekin, lass uns doch erstmal schlafen. In der Kammer sind ja 4 Betten. Ah, okay. Die Königin überdenkt sicherlich, was sie gerade erfahren hat und wie sie mit uns verfährt. Und wir haben doch morgen noch einmal eine Audienz mit ihr. Ja. Ich wollte es nur einmal anmerken, dass ich mir den Empfang ein wenig... Ja gut, sie war wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet. Und du siehst, du hast doch draußen die Feldbetten gesehen. Es werden wahrscheinlich alle Gemächer belegt sein. Nun, Dankbarkeit wird bei uns zumindest anders ausgedrückt. Aber nun lasst uns vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Du hast recht, Orasilas. Wir werden sehen, was morgen, wie es morgen aussieht. Dankbarkeit. Ja. Ihr legt euch schlafen. Also ich würde mich grummelnd schlafen legen. Grummelnd? Ja, ich finde das echt eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. Ja. Und so legt ihr euch hin, erschöpft. Sie hat nicht mal Danke gesagt. Doch, sie hat Danke gesagt. Ja, ihm. Nein, sie hat euch allen gedankt. Ist nicht so angekommen. Ah, okay. Ich merke schon. Legt euch schlafen. Ich bete noch. Oh ja. Oh ja, leise. Leise. Also in Gedanken, okay. Ja, nicht gut. In Gedanken, aber ja, nicht so laut. Ja, und so... schlaft ihr beiden Herren ein, aber Arlekin ist natürlich sichtlich aufgebracht und immer noch sehr wütend darüber, behandelt worden zu sein und kann nicht wirklich schlafen und bedenkt dann nochmal irgendwas zu machen. Funken sprühen aus seinem Bett. Ja. Ja. Und irgendwann diese Wut, die in dir aufsteigt, die sorgt, vielleicht ist es diese Wut, vielleicht ist es auch irgendwas anderes, ich weiß es nicht, aber irgendwie fängt dein Stab an. Anruf, sagst du? Hallo, Arlekin, Finja? Ja. Läuft bei dir, Niggi. Nee, offensichtlich strahlt der eine warme Aura aus. Du wolltest uns die Sachen noch gar nicht erst wiedergeben. Ja, ja, jetzt müssen sie doch wiedergeben. Und, ja. Gut. Was machst du? Hallo. Ich versichere mich erstmal, dass meine beiden Schlafkumpanen schlafen. 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 Orasilas. Das war ganz leise. Rondra, Rondra. Sohnrohr. Ja, dann würde ich mal meine beiden, lege ich meine beiden Hände auf die Kugel und versuche mich an die Gefühle zurückzuerinnern und wieder wach zu rufen, die ich damals hatte, als ich mit Finja in Kontakt getreten bin.
und vertiefe mich in die Schwingungen, die ich von diesem Kristall, von der Kugel empfange. Okay. Und horche einfach nur. Du verführst also dieses Ritual ein bisschen und einmal zieht sich diese Kugel bzw. dein Stab zieht dich nach vorn in Richtung Tür. Okay. Dann. Ist ein kurzer, einfach nur so ein Ruck. Einfach nur so ein Impuls quasi. Ja. Ja. Ziehst du dich an? Hinterher. Ich bin doch nur angezogen. Oder? Ja, natürlich, ich bin nur, hab nur alles an. Boah, Silas. Also ich schlafe immer noch. Dann würde ich mich tatsächlich erheben, meinen Umhang um mich werfen und mich dem Impuls des nach draußen Gehens unterwerfen. Du wirst raus in den Innenhof und die Bürger Nostrias schlafen. Wow. Sehr gut. Das ist, war auch hart für euch, muss man auch sagen. Ja. Und du schreitest durch dieses Lager an geflüchteten Bürgern hindurch und dieser Stab zieht dich in Richtung Burgtor. Was machst du? Gebe dem Drang natürlich nach. Hat mir noch nie geschadet. Zieht dich vor dem Tor. Das Tor ist natürlich zu. Na, vor allem bin ich ja jetzt auch neugierig, was Sache ist. Da stehen Wachen. Mhm. Hallo. Die sind natürlich wach, die sehen dich kommen. Ja, ich weiß ja selber nicht, was mich hierher bringt. Deshalb nähere ich mich ganz normal den Wachen und versuche die erstmal in ein Gespräch zu verwickeln. Okay. Guten Abend. Die überderischen mit euch Gelehrter hier. Mit euch. Wohin deswegs? Ich weiß nicht. Ich kann nicht schlafen. Es war. Ich kann es euch nicht sagen. Spürt ihr es nicht auch? Ein merkwürdiges Gefühl. Das hat mich zu diesem Tor geführt. War etwas Auffälliges? Naja, was heißt denn auffällig? Also, außer, dass wir hier in der Luft schweben. Heute sind wieder einige Bürger angekommen. Wir konnten einige retten. Ist es euch entgangen? Wieso bewacht ihr eigentlich dieses Tor? Ich meine, wir befinden uns hier 200 Schritt über dem Erdboden. Was gibt es zu bewachen? Wieso ist das Tor überhaupt geschlossen? Wart ihr in dem letzten Mond, also Monat, hier? Habt ihr geschlafen? Nein, ihr erkennt mich vielleicht nicht, aber ich gehöre zu der Gruppe um den Präator Orasi, dass wir haben der Königin heute. Nein, wir waren nicht hier. Wir sind erst gestern hier angekommen auf eine andere Art. Wir sind magisch. Verstehe. Ihr versteht das eh nicht. Okay. Nein. Ja, hallo. Wird schon einen Grund haben, warum die an der Torwache stehen müssen. Ich war nicht schuld. Also warum bewacht ihr dieses Tor? Naja, also. Da draußen ist dieser riesige Dämon. Was? Ihr habt ihn nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist. Wir bringen die Bürger in Sicherheit. Normalerweise haben wir hinter dieser Tür ein Dämon steht. Na, da unten in der Stadt. In der Stadt wütet ein Dämon. Ja, nur beziehungsweise der Dämon ist im ehemaligen Flussbett, aber der schwarze Andergaster und seine Rattenwesen. Jagen unsere Bürger durch die Stadt und verfüttern unsere Bürger an den Dämon und er wächst und es ist einfach nicht aufzuhalten. Also gibt es einen Weg oben auf die Burgmauer, weil ich verstehe immer noch nicht, warum das Tor geschlossen sein muss, wenn die Bösewichte dort unten wie hier oben. Na, damit hier keiner reinkommt natürlich. Wir schützen unsere Bürger vor den Angriffen dieser Rattenbrut und diesem Dämon und dieses Gesocks, das da unten sich rumtreibt. Kann ich einmal auf die Burgmauer? Das ist nur Soldaten gestattet. Seid ihr euch sicher? Verdammt. Spüre ich denn, will der Stab mir noch irgendwas mitteilen oder wolltet ihr mich nur hier zum Tor führen? Der Stab zieht dich weiter Richtung Tür. Weiter noch Richtung Tür. Wie groß ist der Drang? Der Drang? Ja? Das ist eigentlich so ein bisschen. Ist es die Neugierde? Ist es deine Wut, die in dir steigt? Aber irgendwas. Wie viele Wachen? Auf der Innenseite 2. Oh. Nun. Das,
Das ist der Soldat oben, weißt du? Ja, ich guck mal die Burgmauer rauf. Stehen da auch noch Wachen irgendwie über dem Tor? Oder nee, der eine heult. Ja, da stehen noch mehr, ja. Bogenschützen auch. Ja. Bogenschützen auch? Ja. Die würden es bestimmt merken, wenn die Tür aufgeht, oder? Ah ja. Ja, super. Naja, aber du bist ja ein freier Mensch. Mhm. Sagt, ist es erlaubt, das Tor zu passieren? Seid ihr sicher, dass ihr da raus wollt? Ich habe keine Angst. Jeder hier ist sicher, im Schutz dieser großen Mauern zu leben. Ich möchte nur einen Blick auf das werfen, was ihr gerade erzählt habt, denn diese Geschichte ist mir vollkommen neu. Und gerade wenn es um die Dämonologie geht, mag es sein, dass ihr nicht alles versteht, was euch kundgetan wurde. Und ich möchte mir doch selbst einen Überblick verschaffen über das, was uns erwartet. Denn immerhin betrifft diese Gefahr auch mich. Und ich möchte nur einen Blick drauf werfen. Ich kann euch... Ich werde schon nicht tot umfallen, sobald ihr die Tür öffnet. Ich kann euch passieren lassen, aber es geschieht auf eurem eigenen Willen. Mhm. Und ich garantiere für nichts, dass ihr... Ich bedeute mit meinem Handzeichen... Halt die Klappe, lass mich raus. Dann macht er hinter dir das Tor einen Spalt offen, dass du hindurch passt. Tja, dann würde ich mal, glaube ich, durchgehen. Ich gehe durchs Tor durch. Mhm. Um euch ein bisschen zu helfen, wie das dann so aussieht. Weit ist der Abgrund entfernt, ich fahre jetzt nicht direkt runter, oder? Ja, genau, Nee. Ich suche mal gerade die Karte. Es macht doch gar keinen Sinn, die Tür zuzumachen, wenn die da 200 Meter in der Luft fliegen. Weiß ich nicht. Ja, du darfst nicht hingucken. Wir sehen eine Königsburg oben auf einem Felsen. Warte, du hast es rot markiert. Ne? Der Rot ist die Fliegenstadt. Ja. Ne? Königsburg auf dem Felsen. Was ist davon rot? Ja. Der große rote Kreis ist quasi dieser fliegende Teil. Dieser rot Stadt. Auf grün. Für einen rot-grün fliegen. Geil. Ja, hier. Naja, du gehst genau nach Norden raus und vor dir siehst du quasi diese Straße, ist die Brücke noch an nach unten intakt? Nee, die ist eingestürzt. Und du gehst quasi diesen Weg nach unten und siehst natürlich recht, keine Ahnung, wie viel werden das sein, vielleicht 100 Schritt vor dir ist diese Abbruchkante. Am Ende kommt ja diese T-Kreuzung und du wendest dich nach rechts und rechts siehst du dann die Überreste der eingestürzten Brücke. Mhm. Also ich möchte halt mich so weit nach vorne begeben, dass ich halt einen Blick runter in die Stadt erhasche. Weil wenn ihr mir erzählt, dass da unten Tohu Wabohu ist, dann sind da vielleicht Brände oder Aufschreie. Oder also irgendwas muss man ja mitkriegen, wenn es da unten wirklich so schlimm zugeht. Ja. Also da ist natürlich, ich sag mal so Brände und so, da hat tatsächlich dieser Teil der Stadt schon hinter sich alles schon erlebt. Es sieht ganz schön chaotisch da aus. Du siehst auch diese Risse. Ihr seid ja durch einen Riss gefallen damals, als in den Fluss, gefallen seid, genau. Und einige dieser Risse sind natürlich auch in dieser Kuppel nach innen und sorgten dafür, dass einige Gebäude eingestürzt sind. Es liegt viel Schutt rum. Dieser Teil des Tommelflusses hier ist natürlich ausgetrocknet in Austria, weil er ja oben in der Luft schwebt. Und da ist es quasi natürlich alles nur noch abgeflossen. Genau, ist alles abgeflossen. Es ist nur noch mittlerweile das getrocknete Flussbett zu sehen. Es stinkt auch natürlich entsprechend, weil das ja, wenn so etwas trocknet, riecht das. Und in diesem Flussbett siehst du eine riesige Kraterlandschaft, ganz viele Löcher im Boden. Ja, in der Stadt qualmt es so ein bisschen, vielleicht ist da irgendwo, wird da noch Feuer gemacht und Rauch. Du siehst kein Licht, es ist zappenduster offensichtlich. Jetzt alles noch oben auf der Plattform? Oben auf der Plattform. Du guckst nicht runter in die Stadt. Ach so, der Typ meinte nicht, dass die Dämonen unten in der Stadt rum, sondern hier auf der Plattform. Oben auf der Plattform. Ich kann es gerne wieder zurück. Ich dachte, du spielst dich da alles da unten ab. Ach so. Nein. Genau. Ihr wart ja in den ersten Abenteuern immer unten. Ja, ich dachte, da unten wäre jetzt Bamba-Zamba. Habt ihr das auch so verstanden? Nein. Also zu Arlekins, also ich schon, ja. Du hast es auch verstanden? Ja. Okay. Ich hab's richtig verstanden. Also, ja, gut. Ist ja auch egal. Ihr seid ja jetzt in diesem roten Teil, in dieser fliegenden Kuppel. Jetzt verstehe ich auch, warum der das Tor bewacht. Auf einmal ergibt alles Sinn. Ja. Ich sagte die Kuppel da oben. Ne? Kein Bier mehr für Nico. Nein,
Ja. Eieiei. Genau. Also hier unten wart ihr in den ersten Folgen unserer Kampagne, jetzt seid ihr hier oben in den letzten Folgen. Das haben wir aber verstanden. Cool. Ja, du möchtest dich gerade rumdrehen, weil du das gerade realisierst. Und in dem Moment zieht sich aber der Stab in die andere Richtung. Der Stab zieht in die Richtung Fluss. Gut. Ja. Und so gehst du eine Treppe hinunter, die quasi neben der eingestürzten Brücke ist. Darf ich nicht wenigstens eine Probe auf irgendwas? Also nee, okay, ich gehe da jetzt. Nee. Okay. Ich muss ein bisschen ja Zeit geben. Ja. Genau. Du trittst auf dieses Flussbett und du siehst, dass dieser Boden so Risse bekommen hat, wie das mit ausgetrocknetem Erdboden so ist. Und als du dich diesen Löchern im Boden näherst, kommen auf einmal so Ratten-Mensch-ähnliche Wesen aus diesen Löchern raus und kommen auf dich zu und beschnuppern dich so und gucken dich mit glühenden roten Augen an. Aber die machen nichts. Die sind um dich rum und umzingeln dich. Ein Freund. Und der Stab zieht dich weiter in Richtung Fluss abwärts. Und du siehst da einen großen Kraterrand, offensichtlich bestimmt 10 Schritt breit. Und am Rand dieses Kraters ist ein Einmastschiff, eine Kogge. Und also diesem ausgetrockneten Flussbett quasi. Genau, und das Schiff liegt da aber da quasi auf gelandet, wie sagt man gelandet? Gestrandet. Gestrandet, ja. Auf Grund. Genau. Noch ein Tau war mal quasi irgendwie hier an dem Kai festgebundenes Schiff, aber komischerweise sehr weit weg. Also das Schiff scheint schon so seine 10 Schritte im Flussbett drin zu sein, als hätte das irgendjemand geplant. Ja, und dieser Stab zieht dich in Richtung dieses Schiff. Kommt mir auch gar nicht komisch vor, dass da die Rattenmenschen mich begleiten. Naja, es kommt dir schon komisch vor. Das sind doch deine neuen Freunde. Ja, du kannst da nicht viel machen. Ja. Ich dachte echt, ich gehe da raus und guck runter in die Stadt und guck mal, was passiert. Ja. Dumm hier laufen. Dumm laufen, ja. Bringt mich zu eurem König. Du siehst, als du dich diesem Schiff näherst, dass ein magisches Zeichen, ähnlich dem Zeichen, das du auf der Brust des auf dem Baby gesehen hast, also. So ein ähnliches Zeichen wurde am Mast des Schiffes angebracht und es leuchtet magisch, rot, drohend. Du meine Probe auf Willenskraft. Ich habe schon dreimal bestanden. Na, dann läuft es doch. Ja, sind die auch jetzt raus. Gelb ist Intuition. Ja, dann mache ich mal einen Chip. Bitte schön. Okay. Nee. Okay, dann 20 bleibt 20, ja. Läuft. Dann, du bekommst Angst. Aber es ist eher so eine Art mulmiges Gefühl, du bist noch nicht in Panik, aber es fühlt sich gerade sehr ungut an und trotzdem zieht dich dieser Stab weiter in Richtung dieses Schiffes. Du siehst, dass da eine Strickleiter an der Seite des Schiffes ist und du kletterst diese Strickleiter hoch. Mhm. Befindest dich oben an Deck. Transversales Telefon. Ja. Gut, dass du das nicht hast. Das Deck ist ganz schön morsch. Und es knarzt mit jedem Schritt, den du da oben machst. Es ist natürlich dunkel, finsterste Nacht. Die Rattenmenschen folgen dir übrigens nicht. Die sind nicht aufs Schiff drauf. Nicht aufs Schiff drauf, die sind unten geblieben. Das Zeichen war noch ein gutes Zeichen, oder? Ich wollte sagen, weil das ist das Zeichen der Hoffnung. Nee, habe ich natürlich nicht. Ein ähnliches, es ist nicht das, es ist halt ein Ahnenzeichen quasi. Mhm. Ja, mach mal eine Probe auf Sinnesschärfe. Erschwert um 2, weil es schlechte Sicht ist. Nicht einfach schlafen. Ja, das habe ich aber geschafft. Okay, du merkst, dass da Drähte über das Deck gespannt sind. Was? So stolperfallenmäßig oder was? Vielleicht, es sind Drähte und die glänzen im Mondlicht ein bisschen. Und dadurch hast du sie erkannt. Ja, dann werde ich natürlich da drüber hinwegsteigen, wo auch immer mich mein Stab hinführen möchte, um das Böse zu bekämpfen. Okay. Da ist eine Klappe im Boden des Decks. Und da unten, du siehst so ein bisschen durch diese Lücken des Holzes, dass da unten Licht ist. Es ist ein ganz sanftes, leichtes Licht. Vielleicht Kerzenlicht oder Laternenlicht.
Ja, meine Neugierde gebiert in mir natürlich, diese Luke zu öffnen, aber ganz vorsichtig. Ja. Okay. Lässt sie sich öffnen? Ja, die lässt sich öffnen. Also so eine ganz normale. Ja. Dann öffne ich die nur so einen Spalt und guck mal rein. Ja. Du siehst da unten, du siehst noch gar nicht so viel, weil es kommt dir eine Menge, so ein Dunst entgegen, so eine Dunstwolke und die riecht sehr ekelhaft. Nach und Jamaika? Anders. Okay. Nein, nichts, was du rauchen wollen würdest. Und ja, das weht dir erstmal so ins Gesicht. Und dann schaust du nach unten, da geht eine Leiter nach unten. Willst du jetzt den Endkampf machen, oder? Ja, klar. Das ist, Kerzen, ein bisschen Kerzenlicht sieht da unten, dass diese Leiter da, also dadurch kannst du sehen, dass diese Leiter da unter Deck führt. Will mich der Stab wieder nach Hause bringen? Nee, oder der will da der runter. Will da runter. Aber er sagt, also keine Art der Kommunikation, sondern es ist einfach nur dieses Gefühl, da runter zu gehen. Ja. Hast du mal überlegt, Finja anzurufen? Naja, also es spricht halt kein Grund dagegen, wenn ich jetzt bis hierhin gegangen bin, warum ich da jetzt nicht runtergehen sollte. Also gehe ich natürlich runter. Mhm. Okay, du kletterst runter. Ich höre auch nichts, ja? Kein Singsang, kein Hacken. Singsang nicht, so irgendwie Schritte und so hast du gehört, da ist ja was. Ah, und, ja, okay. Ja, und du gehst da runter und schaust dich um und du siehst, es hängen Laternen in diesem Schiffsrumpf an den Wänden, bestimmt so 4 Stück. In der Mitte gibt es eine Art Feuerschale. Über der Feuerschale köchelt ein Hexenkessel, welcher an einem Dreibein befestigt wurde. Dieser Hexenkessel leuchtet magisch und ist der Grund für diesen Dunst, den du da einatmest. Dieser Kessel, da rührt ein Scholar. Den erkennst du aufgrund seiner Robe. Es muss irgendwie ein magischer Scholar sein. Rührt da irgendetwas um. Ein weiterer Herr kannst du im Dunkeln schlecht erkennen und im Kerzenlicht muss wohl in einer Hängematte liegen. Ratten, 2 Rattenmenschen sind da unten auch noch zu erkennen. Und der Druide Archimena. Und was jetzt passieren wird, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Denn wir müssen was essen. Archimena Megalon. Kennen wir den? Ich glaube, das ist der böse Druide, der das Kind gesorgt hat. Ja, genau. Das war der Applaus. Den hat natürlich auch der namenlose Erzähler gehört im Gasthaus. Danke. Ihm knurrt der Magen, deswegen macht er es kurz. Es gibt Abenteuerpunkte für alle Zuhörer. Und zwar. Genau. Dafür, dass ihr durch die Minderglobule gekommen seid, dass ihr das mit dem Bilderrahmen gemacht habt und so weiter. 1 Punkt. Dadurch, dass ihr durch dieses Labyrinth hindurchgeirrt seid und erfolgreich geflohen seid vor dem Geist. 1 Punkt. Ein Abzug, weil Brinde da immer noch da unten ist. Ja. Der wird schon noch gerettet. Und ich gebe euch 2 Abenteuerpunkte als Belohnung dafür, dass ihr es geschafft habt, das Baby zu behalten. Obwohl ich es euch eigentlich abnehmen wollte. Und ihr wart bei der Königin eine Audienz und habt euch dafür vorbereitet. Dafür gibt es auch nochmal 2 Abenteuerpunkte. Und ihr habt der Königin natürlich ihre Prinzessin wiedergebracht. Mensch, das ist ja so geil, da gibt es sogar ein Schiff für. Ja! 6 Abenteuerpünktchen. Mensch, hat sich gelohnt heute. Aber bevor wir jetzt Schluss machen mit dieser Folge, möchten wir natürlich auch noch Danke sagen. Nicht nur für euch, für eure wundervolle Unterstützung, sondern wir haben sogar noch mehr Unterstützer bekommen. Und die liest jetzt mal Nico vor. Oh ja. Alle. In Kürze. Gleich. Wo ist der Zettel? Wo ist der Zettel? Also ein herzliches Dank geht raus an Arlon und Armada Bücherwurm, Stefan Wasser, Keno Christopher, Mirko Sadrina, Rasmus 242, Björn Gimba und Cornelia Ulrich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Und jetzt, was gibt's jetzt? Mir knurrt der Magen, ich gehe jetzt ans Buffet. Und ihr kommt mit uns. Bis zum nächsten DSA Dienstag nächste Woche. Jetzt wisst ihr, wie sich das anfühlt, ne? Herzlich willkommen im Gasthaus, Freunde Würfel! Ja, also, wir sind.
das Gasthaus zum rollenden Würfel. Falls ihr uns noch nicht kennt. Okay, super. Dann nochmal. Das ist immer so. Seid ihr in der Stadt da? Bin ich das jemals? Acht Schritt, ja. Ja, so, jetzt aber. Menos. Annie, haben wir ein Bild auf der Kamera? Da, ja. Da ist auch ein roter Punkt an der Kamera. Da ja, kannst du es auch sehen. Ich, nicht, ey, ich sehe echt überhaupt nichts mit der Klappe. Da, bin ich schön. Ah, danke. Ich brauche noch einen W6, bitte. Ja, ja, komm noch. Der Heiko. Nico. Flo. Reicht mir nur dann eine Kamera. Ach so. Okay. Ja, cool. Ich nehme ihn, nehme ihn. Ich habe wirklich zwei Schicksalspunkte? Der ist ja schön. Warte mal, der ist... Einen hatte ich ja. Ich habe drei, also gib mir meine Schicksalspunkte. Ja, ja, ja. Ich habe drei. Die hast du doch in der Verwahrung, so, oder? Nö. Na, ich habe die nicht. Na, da hast du keinen. Doch, steht hier. Hier. Schick, ups. Ah, ja. Das Ding müssen wir mal ausstellen am Ende der Folge. So. Da steht. Schicksalspunkte 3. So. Na doch, wo sind die denn? Wer hat die denn? Wer hat die denn jetzt? Ich zähle runter. Ne? Ihr wisst alle noch, was ihr sagen wollt? Sagen wir mal. Schneide ich eh raus. Also gebt euch Mühe. Denn er hat einiges zu erzählen. Ist dieser Mann denn bereit? Nein. Okay, dann. Da suche ich gerade. Schönes Wetter. Pepe, dein Hut. Der Mann sucht was. Wo ist er denn hin? Da, da, Nico, an deinen Füßen. Da unten ist er. Okay, dann. Ja, was soll ich jetzt tun? Gib mir den kleinen Hund hoch. Also nicht den echten. Wie? Da unten den. Wie ist der denn da hingekommen? Dankeschön. Oskar, freut sich schon über die Schnipperseite. Kommt alles so. Bist du bereit? Ja? Ah, ja. Nein, ich bin nicht bereit. Aus! Moment, Moment, Moment. Ja, keine Hektik. Das Gasthaus ist natürlich voll. Bei wunderschönstem Wetter haben sich trotzdem die Leute gewagt, ins Gasthaus zu kommen und gemeinsam zu feiern, wie wohl die Geschichte ausgehen wird. Und als der namenlose Erzähler den Raum betritt, klatschen alle. Ja, wir müssen eine Weile klatschen, das dauert. Umbau. Nichts gestellt hier, Quatsch. Ah. Freiheit. Ja, normalerweise geht das alles off-cam von Easy Schnitt und dann ist fertig. Jetzt merkt ihr, was wir alles wegschneiden müssen. Jetzt kommt alles ins Licht. Ich musste mich aber auch nie so verkleiden. Ja. Ich muss ganz dringend pinkeln, Heiko. Ja, hältst du noch eine halbe Stunde durch? Nein. Kann ich auch Follow machen kurz? Ach so, ja, okay. Also ich schließe mich Oskars Meinung an. Ich muss wirklich ganz, ganz dringend pinkeln. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss echt... Na dann, ist eure Chance. Ja, super ich schicke dir noch ein paar Gänge rein. Abziehen. Ja, ihr geht noch ein bisschen durch die Burg. Links und rechts. Alex hatten wir noch nie. Pinkelpause zwischen der Folge, meine Güte. Also, da kommen wir nicht weit, ne? Also. 1, 2, 2, was ist das? Ihr geht geradeaus. Warte. Göttliche Fügung ist es quasi. Warte. Ja. So. Ah ja. Pause vorbei. Mhm. Und. Nö. Alle ready, weiter. Alle ready. Noch eine Pinkelpause? Nee. Nee. Ich glaube, es war nur einer. Ja. Also, die eine Person, die pinkeln möchte, kann. Ja, guck mal, jetzt schon. Ja, gut, jetzt Pinkelpause, die ganz viel zu spät. Oskar ist heute ziemlich oft in Panik verfallen, wa? Ja. Ich bin sehr aufgeregt, ja. Nee, ich meine dein Charakter. Ja, ja. Ständige Panik. Falls ihr euch erinnert, ich war ja auch mal in die Königin verliebt. Achso, da musste einer aufs Klo, ja. Ich hab eigentlich bloß auch gewartet, dass wir sagen, Mitternacht, das Baby schläft. Und Sportstellung. Ja, genau.
Da ist was dran. Du kannst sogar die Würfelbecher durchwechseln mit anderen Scheiß. Ich bin das Fächer noch nicht gewöhnt. Soll ich dir was ein Bier für den Bar, für den ja. Aufwand? Das ist nach mal live mit der Größenordnung doch ein bisschen anders, ne? So, da müssen wir jetzt 5 aufs Kart, dann 10 sein. Ja, das ist ja normal, da haben wir nicht dran gedacht. Nee, genau, habe ich so gedacht. Hast du auf Rekord gedrückt? Nee. Oh, komm mal vorne. Überlass das mir. Du sprichst einfach alles nach. Soll ich das nicht mal passieren? Was? Nein. Bei mir war es die Sprachsteuerung in der GoPro. Ich habe es ja oft genug erwähnt. Ich kann mich übrigens nicht mehr richtig ernst nehmen, weil du das Baby im Arm hältst. Wieso? Ach, so ein Gefühl. Es liegt am Bart, ich weiß. Ich glaube, ich habe einen Hund am Knie, kann das sein? Ja. Gut. Alles läuft? Ja. Okay.